So, herzlich willkommen zu diesem dritten Abend. Wir haben versucht, in 2 Abenden sehr viel Material zusammenzustellen. Und ich versuche ein bisschen zu wiederholen, nicht mehr so lange Wiederholung, sonst verbrauchen wir wieder eine Stunde mit Wiederholen. Das Entscheidende, was wir verstehen müssen auf einen Satz, ist, dass wir aus 2 Elementen bestehen als Menschen. Und diese 2 Elemente ergeben ein drittes. Ja? Das ist so, wie wenn Sauerstoff und Wasserstoff ergeben was? Wasser. Ja, das sind wir, Seele und Leben. Wir leben, weil wir Sauerstoff und Wasserstoff haben. Hier ist Geist und Körper und Zellen. Und dieses Verhältnis, wir müssen versuchen zu verstehen, dass alles, was in unserem Leben passiert, der Geist tut. Das heißt, der Geist steuert alles. Der Leib hat Forderungen, er macht das durch Gefühle, er muss mit dem Geist kommunizieren, dass der Geist weiß, was los ist. Ja, wenn wir jetzt keinen Schmerz hätten, wenn wir uns irgendwo anstoßen, dann wüsste der Geist nicht, aha, er muss aufpassen, dass er nicht mehr das Kommando gibt, dass er das dahin geht. Ja, ich habe heute einen sehr schönen Tag gehabt, ich habe Äpfel gepflückt und ich war auf dem Baum und auf der Leiter und man ist ja, auch wenn man älter schon ist, immer noch abenteuerlustig, nicht? Man tut manchmal die Leiter so schief, dass man sich ausbalancieren muss im Stehen, dass sie nicht kippt, nicht? Und das ist ja sehr interessant, wie man das steuern kann. Aber würde ich jetzt nicht, sage ich mal, mich irgendwo anschauen, ich habe mich heute ziemlich zerkratzt an manchen Ästen, weil ich will ja keinen Apfel dort oben, also ich habe einige gelassen für die Vögel, aber die schönen will man ja auf jeden Fall holen, nicht? Und so werde ich einige kratzen, so habe ich an mir einfach, die tut man. Es wäre ja schlimm, wenn der Körper sich nicht melden würde, nicht? Wenn wir uns einfach kratzen würden und würden es nicht merken. So, der Körper hat auch seine Funktion und er muss melden. Aber der Geist muss ja etwas ändern und aufpassen auf den Ast, dass er nicht mehr in den Rücken oder wo auch immer in die Seite oder am Fuß sticht. So, wir haben den Geist, der das Leben des Menschen steuert. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe heute Morgen extra, weil ich werde einen Vortrag halten im Oktober in den USA auf einem Ärztekongress und ich möchte mir heute Morgen, als ich draußen in der Natur war, habe ich einen Baum gefilmt, dessen Blätter vom Winde bewegt werden. Und ich möchte diesen kurzen Film, nicht mal eine Minute, meinen Ärztekollegen zeigen und daneben dann ein Gehirn, das animiert funktioniert. Und möchte dann die Frage stellen, wer bewegt den Baum? Und wer bewegt das Gehirn? Weil schaut, das ist entscheidend, dass wir verstehen. Der Geist ist derjenige, der das Leben steuert. Ohne Geist sind wir tot. Ja, wenn das Licht aus ist, wenn hier kein Strom mehr ist, haben wir kein Leben mehr in uns. Der Geist ist es, der das Leben bringt. Deshalb ist der Geist auch verantwortlich letztendlich für alles, was passiert. Und da der Geist ja notwendig ist für die Zelle, dass sie lebt, wir haben ja gesehen, dass Gedanken Befehle sind. Das heißt, eine Zelle kann sich von dem Gedanken nicht wehren. Es kann nur Aua schreien. Sie kann nicht, sie ist völlig abhängig von dem Gedanken. Und da der Geist die Lebensenergie bringt, ist es ja selbstverständlich, dass man dem Geist wie soll ich sagen, die Hauptrolle gibt. Ja, die Hauptaufmerksamkeit. Aber was tun wir in der Medizin? Wem geben wir die Hauptaufmerksamkeit? Ja, wir gucken uns nur den Körper an. Sicherlich, der zeichnet einen Schaden auf. Aber
Er sagt uns nicht die Ursache. Aber schaut, die Ärzte, wenn sie ein CT machen, oder ein Kernspin, ist mir heute besonders aufgefallen und klar geworden, wenn sie das tun, dann denken sie, sie finden darin die Ursache. Ja? Wenn ich jetzt ein Computertomogramm mache vom Gehirn und ich finde einen Tumor, dann sage ich, aha, der Schwindel kommt vom Tumor. Nicht? Und dann habe ich die Ursache für den Schwindel gefunden. Aber das stimmt nicht. Der Tumor, wer macht ihn dort? Ja, es mag sein, dass der Schwindel jetzt eine Folge ist des Tumors, aber was ist die Ursache für den Tumor? So, deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns nicht auf den Körper berufen und sagen, in ihm finden wir die Ursache. Wir können in einem beschädigten Auto die Ursache des Schadens nicht finden, weil der Schaden kommt immer von außen. So, das ist eine Idee, die wir nicht vergessen dürfen. Der Geist ist derjenige, der hauptsächlich an unserem Leben verantwortlich ist. Deshalb muss unsere Aufmerksamkeit in der Medizin am Geiste sein, nicht an der Nahrung. Ja? Aber in der Wesentlichen finden wir in der Medizin immer stärker das, was der Mensch essen muss oder was er einnehmen muss als Tabletten. Nicht? Wir versuchen ja, dort Dinge zu erledigen. Aber heilen wir dadurch oder heilen wir nicht? Und ich denke, wir heilen nicht. Und wir haben jetzt gestern Abend versucht zu zeigen, dass Denken nicht nur wichtig ist, sondern was muss ich denken, damit meinem Körper es immer gut geht? Weiß es noch jemand? Was muss ich immer denken, damit der Körper nicht Aua schreit vom Gedanken? Ich muss immer Gewinn denken, aber ich muss immer liebevoll denken. Ja? Ich muss immer wohlwollend, verstehend. Wenn wir das so tun, dann geht es uns im Körper gut. Ja? Aber ihr werdet sehen, der Mensch, dadurch, dass er etwas Falsches denkt im Geist, eine falsche Erwartung hat, will geliebt werden, er will wohlwollend angeguckt werden und er will verstanden werden. Nicht wahr? Und wir denken, das sind alles gute Dinge. Oder? Sicherlich. Ich will auch, dass er mich versteht. Aber nicht für mich. Ja? Für mich ist wichtig, dass ich den anderen verstehe und wichtig, dass ich es verstehe. So, und wir haben gestern gesehen, dass das Hauptproblem des Denkens des Menschen darin liegt, dass er denkt, er muss geliebt werden. Ja? Alle Menschen wollen geliebt werden. Und in der Psychologie sagt man, dass das normal ist. Weil man geht ja von dem aus, was man so betrachtet. Ja? Und ich hätte nie protestiert gegen geliebt werden, hätte ich nicht gesehen, dass es gar nicht geht. Ja? Schaut, so komisch es klingt. Für unsere Köpfe. Geliebt werden ist nicht möglich. Ja? Weil es gibt keine Eintrittspforte für das, was der andere tut in meinem Leben. Es gibt eine Eintrittspforte nur für das, was ich tue. Ist unmöglich. Ja, ich muss atmen, ich muss essen, ich muss trinken, ich muss warm sein. Ja? Ich muss denken, was ein anderer tut, es gibt keine Eintrittspforte, außer er schlägt mich, ja, in dem Sinne. Aber wir sind ja hier bei der Liebe. Wir denken, ein anderer muss etwas tun, damit mein Herz mit Liebe gefüllt ist. Und dieses ist der irrtümlichste Gedanke des Menschen, der allerirrtümlichste.
So schön er aber auch klingt, oder? Klingt er nicht schön? Wir wollen alle geliebt werden. Alle geliebt werden. Aber es hilft uns nichts. Es hilft uns nur, wenn wir lieben. Erst dann erfüllen wir unser Bedürfnis. Deshalb ist das hier, ich bin zu 100% verantwortlich für meinen Liebestank, weil nur ich denke für meinen Körper. Nur mein Geist kann meine Zellen bewegen. Ein Geist eines anderen kann ihn nicht bewegen. Technisch gesehen ist geliebt werden nicht möglich. Gar nicht möglich. Ja, stellt euch vor, ich weiß nicht, welches Beispiel ich geben soll. Es gibt keine Antrittspforte für das, was einander tut. Bitte schön. Ja, aber es wird auch immer so gesagt, also ein Säugling, wenn er geboren ist, kann er eigentlich nur Urvertrauen entwickeln, wenn er geliebt wird. Also so, dann da kommen wir noch hin. Kann auf sein Leben verzehren. Ja, ja, das, wir kommen noch auf die Säuglingsgeschichte hin, weil es eine fantastische ist. Ja, ihr seht, wir haben eine gewisse Information, nicht? Und wir denken, die Information ist richtig. Aber worauf stützen wir, ob die Information richtig ist oder nicht? Und ich denke, hier müssen wir das Gesetz haben. Ja? Wenn wir das Gesetz nicht kennen, wie das Leben funktioniert, dann kann dir jeder erzählen, was er will, und du musst es glauben. Du hast ja keine Ahnung. Deshalb nenne ich ja meine Vorträge immer das Gesetz des Lebens, weil nur auf ein Gesetz kann man sich hundertprozentig basieren. Und ich sage euch diese Sachen, weil, und ihr merkt ja, ich rede ja ziemlich absolut, weil ich mich auf ein Gesetz stütze, nicht auf etwas Theoretisches. Es ist ein Gesetz. Geliebt werden geht nicht, weil es nirgendwo reinkommen kann. Jeder handelt immer nur für sein Leben, auch das Baby. Müssen wir aber verstehen, von wann fängt es an, für sich zu schaffen. Und wir werden es ja nachher ein bisschen tiefer betrachten, wenn es geht. Deshalb, weil wir denken, wir müssen geliebt werden, sind wir so fixiert auf andere. Wisst ihr, wenn wir wüssten, dass nur was wir tun zählt, würden wir so auf andere fixieren, was die tun? Würden so wollen, dass wir die anderen kontrollieren und das wäre ja gar kein Fall. Ja, wir würden gucken, dass wir richtig handeln, dass wir liebevoll sind, dass wir uns so verhalten, wie es gut ist. Aber was der andere letztendlich tut, wäre für uns höchstens ein Hilferuf. Aber kein Grund der Angst oder Störung. Aber wir haben diesen... Nein, nur ich muss es wissen. Schon wieder das Problem. Ich weiß. Es gibt da so viel Streit. Ja. Absolut. Ja. Aber man. Und den würde es nicht geben? Nein. Wenn das alle wüssten. So ist es. Deshalb versuche ich ja so viel wie möglich zu sagen. Aber ich kann nur mit mir selber, ja, so umgehen. Schaut, ich hatte früher mit meiner Frau viel Streit. Ja. Aber ich streite mit meiner Frau seltenst, ja, letzte Woche mal wieder ein bisschen. Aber versteht ihr, Streit war an der Tagesordnung. Ja? Und man war nicht wirklich in einem Verständnis. Und ich habe gelernt, mit Gottes Hilfe, dass ich mit meiner Frau nicht mehr streite. Wisst ihr, dass man einen Streitpartner braucht, um zu streiten? Lass ihn doch auflaufen. Entziehe die Spannung aus dem Streit. Wisst ihr, dass es geht? Meine Frau kann noch so wütend sein oder kann noch so was tun. Wenn ich nicht darauf eingehe, sondern einfach sanft und schön das Ganze manage, verschwindet der Zorn. Ja? So, das ist, weil es, oder wird größer, sicherlich, aber generell wird er nicht größer. Ja, ich habe auch das erfahren. Nein. Das ist nicht das, was man Egoismus nennt. Nein, wir werden sehen, es ist nicht das. Egoismus ist fixiert auf den anderen, was er mir tun soll. Ja?
Ich bin fixiert auf den anderen, weil ich will geliebt werden. Das ist Egoismus. Das ist Beherrschen des anderen. Ich muss mich kontrollieren. Deshalb muss ich mich kennen. Das heißt, ich bin nicht auf mich fixiert, wenn ich mich kenne und zum Beispiel aus einer Beziehung die Spannung rausnehme. Dann bin ich ja in Kontrolle der Sache. Wir müssen das haben. Bitte? Den anderen muss ich aber auch kennen. Das ist ganz egal, ob ich ihn kenne oder nicht. Wenn ich kann, wenn ich weiß, dass der andere mir nichts antun kann, dann gehe ich in den Streit nicht ein. Dann ebbt der Streit ab. Und wir haben nur die Möglichkeit für uns, das Ganze zu kontrollieren, nicht für andere. So, meine Frau darf ruhig streiten. Dann brauchten Sie eigentlich mit Ihrer Frau gar nicht mehr zu sprechen. Das stimmt auch wieder nicht. Und dann muss unterschiedliche Meinungen haben. No, man darf doch unterschiedliche Meinungen haben, muss man streiten? Ich meine, Streit ist Gewaltanwendung. Wir dürfen jeder unsere Meinung halten, wir dürfen jeder unterschiedlich sein. Wir sollen ja sprechen miteinander, aber sollen wir uns die Köpfe einschlagen? Sollen wir unfreundlich sein? Sollen wir Schuld anweisen? Sollen wir Vorwürfe machen? Wieso haben Sie Ihre Frau nicht so weit bekommen, dass Sie nicht mehr streiten? Nun, wir streiten ja nicht mehr. Wir streiten ja nicht mehr, aber ich will ja sagen, ich habe das jetzt so als Beispiel gegeben, wenn jemand auf dich zukommt, aber wir können ja nichts, wenn jemandem er nicht gut geschlafen hat und am anderen Morgen irgendeine Unzufriedenheit hat und dann findet er gerade dich als erstes und denkt, du bist die Schuld an seiner Unzufriedenheit, so kriegst du es ab. Ja? Aber wenn man weiß, wenn man die Kontrolle über sich hat, dann kann man damit umgehen. Hat man keine Kontrolle, nur Chance. So. Deshalb das, was wir verstehen müssen, ist, in unserem Leben steuern uns die anderen, weil sie unser Sinn im Leben sind, nämlich Liebesquellen. Ja? Und wir haben gesehen, die Liebe macht Sinn, die Liebe ist der Sinn. Und ich treffe Menschen, die sagen, mein Sohn ist mein Leben, meine Frau ist mein Leben, mein Mann ist mein Leben, meine Mutter ist mein Leben. Oh, sage ich, oh, wie arm. Wisst ihr, dass das nicht gut ist? Weil was mache ich, wenn das Leben weg ist? Kann ich das Leben kontrollieren und steuern? Kann ich es beherrschen? Ja oder nein? Könnt ihr es? Oh, aber eine Quelle muss man beherrschen können, wisst ihr das? Eine Wasserquelle muss ich beherrschen können. Und wenn die Liebesquelle das Wichtigste ist im Leben des Menschen, wenn es der Sinn des Lebens macht, dann muss ich meine Quellen alle beherrschen. So wie ich mein Futter holen muss. Und damit entsteht jeder Streit. Damit entsteht jede Herrschsucht. Alles Übel entsteht dadurch. Und wir haben gestern Abend das gesehen, ich habe den Zettel jetzt verworfen, weil ich wollte es nochmal malen, dass es ein bisschen schöner aussieht, obwohl ich habe da einige Defizite, was Schreiben und Malen anbelangt. So, wir haben jetzt Bewusstsein. Schreiben Sie sich das auf, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und im Bewusstsein müssen wir ja die Dinge wahrnehmen. Bewusstsein bedeutet, ich nehme etwas bewusst wahr. Ja? Nehme ich es wahr und bin nicht bewusst, dann nehme ich es nicht wahr. Okay? Einverstanden? So, und wir haben das größte und wichtigste Organ, das wir haben im Gehirn, ist der Wille. Und der Wille ist sozusagen, wenn man auf den Computer bezogen sehen, der Bildschirm des Computers. Ja? Dort sieht man alles, was offen ist, dort sieht man alles, was kommt, was anklopft, so. Hier ist das Cockpit des Flugzeugs, hier hört man oder hier sieht man Durst, hier kommt ein Lämpchen für Hunger, hier kommt ein Lämpchen für Appetit, hier kommt ein Lämpchen für Lust oder Sexualität. All das kommt in den Willen.
Aber auch die geistigen Bedürfnisse des Menschen sind im Willen zu Hause, weil dort ist unsere Persönlichkeit. Und im Willen und der Haupteingang sozusagen, das, was alles andere mitsteuert, ist immer das, was ich sage, es ist so das Wichtigste im Leben eines Menschen. Und das kann man an sich selber feststellen, man kann es aber manchen, wenn man sehr eng jemanden kennt, feststellen, was ist sein Hauptproblem oder sein Hauptbedürfnis. Und das ist immer ein geistiges Bedürfnis. Ja? Und dieses geistige Bedürfnis bei mir ist zum Beispiel Harmonie. Ich habe gestern gesagt, es kann Gerechtigkeit sein, es kann Freiheit sein, es kann Sicherheit sein und so weiter. Wahrheit, was gibt es noch? Treue, was auch immer es ist. Ja? Es gibt ganz viele geistige Bedürfnisse, die der Geist hat. Und ich beschäftige mich immer mehr mit dem Geist und ich merke, der Geist ist viel komplexer und schwieriger zu verstehen als die Zellen. Wir verstehen keine Zelle in unserer Wissenschaft. Wir wissen nicht, wie eine Zelle wirklich im Detail funktioniert. Das ist hoch komplex. Aber der Geist ist noch komplexer. So, auf jeden Fall, hier haben wir alle Bedürfnisse zusammen. Ja? Hier im Bewusstsein nehmen wir wahr, wenn ich Gerechtigkeit will, wenn ich Freiheit will und so weiter. Und wir haben gesehen, dass aber im Willen wir nicht die Entscheidung treffen. Ja? Der Wille lenkt das Bedürfnis an den Piloten weiter, an den Geist. Und der Geist, sie sitzt eine Etage tiefer oder höher, wie man es nehmen will. Und da der Körper nur Plus und Minus hat und eine Nulllinie, sitzt der Geist quasi hier. Mein Ich oder ich bin es, bin der Geist. Und er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn der Hunger anklopft, was tue ich? Und seine Entscheidung ist festgelegt. Wir haben gesehen, der Geist denkt Gewinn und der Körper versteht Plus. Der Geist denkt Verlust und der Körper versteht Minus. Ja? So, das sind die Grenzen des Geistes. Weil der Körper versteht nicht mehr, so kann er nur mit Plus und Minus agieren. So gibt es nur zwei Begriffe, die der Geist in den Körper ablegen kann. Gewinn und Verlust. Schauen Sie, Gewinn schließt alles Positive im Leben eines Menschen ein. Und Verlust schließt alles Negative in einem Menschen ein. Und wir werden nachher noch ein bisschen gucken, dass diese Dinge so festgelegt sind, dass der uns geschaffen hat, es genauso gemacht hat. So, der Geist muss also in all seinen Entscheidungen hat er nur ein kleines Fenster. Es gibt immer nur Ja oder Nein. Wisst ihr, dass es kein Jein gibt? Es gibt keine Grauzone. Kann ich ein wenig essen? Ich kann ein wenig essen, aber essen bedeutet essen. Ja? So, wenn der Hunger hier kommt und der Geist sagt, oh ja, jetzt ist Essen Gewinn, dann sagt er ja und gibt den Befehl, geh zum Kühlschrank oder kauf dir was oder was auch immer. Okay? Ist aber der Mensch mitten in einer Diskussion oder beim Marathonlauf oder bei irgendeiner wichtigen Beschäftigung, schau, als wir klein waren, haben wir jeden Sommer oder wenn der Frühling kam, sind wir auf unseren Berg da hochgegangen, wo wir wohnten in unserer Stadt, war ein Berg hinter unserem Haus und haben eine Hütte gebaut. Wir waren drei Jungs, also wir sind drei Geschwister, also und eine kleine Schwester, aber die kam nicht so hoch zur Hüttebau. Aber wir haben dann mit unseren Freunden von der Straße, haben wir jedes Frühling, sofern wir raus konnten, dann wurde oben eine Hütte und gegraben in den Berg hinein. Und war. Wisst ihr, dass wir nicht runterkamen zum Essen? Die Oma stand unten, sie konnte den Berg nicht hochlaufen. Dann, komm doch essen. Sie konnte schreiben, wie sie wollte. Weil für uns war Essen was? Ein Verlust, weil wir waren jetzt wichtiger, die Hütte zu bauen. Ja? Deshalb haben wir Nein gesagt. Obwohl, ich sage euch, unsere Magen knurrten.
Aber am Abend, wo wir dann runterkamen und wo dann das Essen Gewinn war, dann wurde reingehauen, wie es nur ging. Aber ihr seht, wenn der Geist etwas als Verlust sieht, kann er es nicht tun. Und es ist auch natürlich zeitabhängig. Jetzt mag es ein Verlust sein zu essen, aber nicht in 5 Minuten. Ja? Weil der Hunger, wenn er einmal kommt oder Appetit, dann schlägt er ja immer wieder an und klopft. Und hallo. Und hallo. Und ja? So, er lässt ja nicht nach. Und der Geist muss Ja sagen oder Nein. Mehr Entscheidung gibt es nicht. Schaut in der Werbung, habt ihr schon mal, ich habe diese Dinge, ich bin jetzt, sage ich immer, zu einfach, um das abzuleiten. Aber hätte ich es beim Patienten nicht verstanden, das Verlust, ich habe 4 Monate gebraucht, bis das für mich klar war. Es gibt nicht mehr wie Verlust. 4 Monate war ich dran und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass es nur eine Sache gibt. Aber es kam jeder Patient rein, jede Geschichte, alles, was er hatte, wir landeten immer im Verlust. Immer im Verlust. Und erst später dachte ich, naja, was ist das Gegenteil von Verlust? Und dann sah ich eine Werbung. Es waren Wahlen. Anfang 2008, irgendwas hat man gewählt. Und der Gedanke kam, was ist gemeinsam allen Wahlen? Was ist diese Poster? Was ist gemeinsam allen Wahlpostern? Was versprechen sie? Die meisten versprechen Gewinn oder Verlustvermeidung. Es gibt sonst nichts. Und der Gysi hatte die beste Werbung. Er hatte auf seinem Schild war neben seinem Kopf Reichtum für alle. Ich sage, meine Güte, ist der Schlauch. Ja? Wie kann man sowas schreiben? Das ist doch völlig unmöglich, oder? Aber wisst ihr, dass es funktioniert? Weil er weiß ganz genau, jeder will Gewinn, jeder will Reichtum. Der beste Werbeslogan, Reichtum für alle, wählt mich und ihr werdet alle reich. Spricht genauestens den Verstand an? Absolut nicht. Hier das Herz. Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Seid ihr nicht schon mal versucht, es gibt ja jetzt seit einigen Jahren schon, gibt es ja immer diese Mails, ich meine, die kommen und versprechen dir, du kannst aus Afrika, wo auch immer, hast du, ihr weiß, wie viel gewonnen, nicht? Ein Brief kam von Spanien, dass ich in der Euro-Lotterie, ich weiß nicht, wie viel gewonnen habe. So, wart ihr noch nie versucht? Wisst ihr, wo ich reingefallen wäre, fast? Als ich eine Green Card gewonnen hatte. Okay. Und ich sage, super, ich habe eine Green Card gewonnen. Die Mail sah genauso aus wie vom Staat gemacht. Und du musstest antworten an, das war nur ein bisschen was geändert. Und es kam von Vereinigten Staaten, von dem Ding, du hast eine Green Card gewonnen. Du bist ausgesucht bei der Lotterie und hast eine Green Card. Schicke 800 Euro per Western Union nach England und du kriegst die Green Card. Das war $800. Wisst ihr, wie dumm der Mensch ist? Ist eine Green Card ein Gewinn? Ich habe schon gedacht, ja, es wäre nicht schlecht, eine Green Card zusätzlich zu haben für Amerika. Ja, kannst nicht. Es ist doch verführerisch, oder nicht? Es ist, man muss es, also ich muss euch sagen, zum Glück habe ich nachgeforscht und geguckt, es gibt ja so, die haben geantwortet, ja, das ist alles nur Spam, ja, aber es sah ganz echt aus, nicht? Ein Green Card gewonnen. Es gibt ja die Lotterie, ja, aber ihr seht, und die schicken die Mail zu tausend von Menschen und wenn nur 50 antworten und $800, die sind für immer weg. Ihr könnt sie nicht mehr, weil ihr habt sie ja geschickt. Ihr habt ja keine Garantie. Ihr schickt sie per Western Union, ist Bargeld verschickt. Null Chance, etwas zurückzukriegen. Würdet ihr es überweisen? Könnt ihr es zurückholen? Nee, auch nicht mehr. Geht es nicht mehr? Nur per Lastschrift. Also ich weiß, ich kann klicken und
Dinge zurückholen, wenn sie mir abgebucht worden sind. Aber wenn das, das ist Lastschrift. Überweisung nicht mehr? Okay, na, das habe ich noch was gelernt. Okay. Auf jeden Fall, wir müssen, der Geist muss immer gewinnen und Verlust immer vermeiden. Sie können einen Menschen zu nichts motivieren, es sei denn in diesem Bereich. Machen Sie alle Werbung durch, gucken Sie sich alles an. Jeder, der motivieren will, er kann nur somit motivieren. Eine andere Stufe gibt es nicht, weil es nicht mehr gibt, die Menschen, was ihn motiviert, etwas zu tun. Es gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr. So, deshalb haben wir gestern Abend gesehen, wir können uns das nicht aussuchen, wir müssen so handeln. Der Geist muss eine Richtung haben. Ich habe das gut exploriert, denke ich, gestern Abend, da müssen wir nicht mehr eingehen. Was ich jetzt gestern Abend angefangen habe zu erklären, ist die Sicht des Geistes oder die Motivation. So, jetzt alles hängt jetzt ab, was ich als Gewinn achte und als Verlust. Und ihr seht, man muss ja nur einen Begriff kennen, der andere ist immer das Gegenteil davon. Okay? Es geht also nur um einen Begriff, den wir wissen, ob er richtig ist oder falsch, weil der nächste ist absolut dadurch schon vorgegeben. So, Gewinn rechnen alle Menschen, denken, bekommen ist Gewinn. Und alle Menschen denken von sich aus, Stolz und Ego, und denken, der wichtigste Gedanke vom Stolz ist, ich kann. Und der wichtigste Gedanke vom Ego ist, ich habe. So dass wir das ein bisschen reduzieren auf das Minimalste. Weil der Mensch denkt, er kann und er hat, ist seine erste Tätigkeit immer geben. Aber wenn er gegeben hat, merkt er ist in Minus, also muss er wieder etwas bekommen. Deshalb diese andere Skizze, wir geben immer, um zu bekommen. Ich kann euch alle Geschichten erzählen. Und ich erzähle manchmal die Geschichte, wie ich meiner Frau die Blumen bringe. Aber wisst ihr, dass keiner euch einen Strauß Blumen umsonst bringt? Ja? Ich sage jungen Mädels, die noch nicht verheiratet sind, prüft mal, ob der Junge euch liebt. Und wenn er ein Geschenk bringt, schmeißt es weg. Oder ignoriert es. Oder stellt es irgendwo ganz in die Ecke und guckt, wie er reagiert. Ja? Wenn er euch liebt, sagt er, ah, du darfst tun, was du willst damit. Oder? Ist ja deine Blume, ist nicht mehr meine. Meine Freude ist vollkommen, ich habe sie dir gegeben. Was du mit ihr tust, ist doch dein Problem. Wie viele Medien trauen sich, diesen Test zu machen? Nein, ich verliere ihn. Ja? Versteht ihr? Wir müssen verstehen, kein Mensch tut von sich aus etwas, ohne dass er einen Hintergedanken hat, was zu bekommen. Es sei denn, seine Motivation ist verändert, seine Sicht ist verändert. So, also geben, um zu bekommen, dann zu wenig bekommen oder nichts bekommen, ist Verlust. Und etwas weggenommen bekommen, ist Verlust. Man kann doch das Ausführliche machen, aber ich denke, wir müssen es ja verstehen, wie es funktionell läuft. So, wann immer wir in diesen Bereich kommen, da der Geist nicht im Minus sein kann, muss er sich gegen das Minus wehren. Wir können nicht verlieren. Wusstet ihr das? Wir können nicht verlieren. Das ist unmöglich. Deshalb müssen wir aus dem Verlust raus. Und ich habe gestern gesagt, dass der Verlust wichtig ist, dass wir eine Orientierung brauchen, um ihn zu vermeiden, nicht um ihn zu erleben. Und der Verlust an sich ist nicht schädlich per se. Er macht mich nicht krank, wenn er nicht mein Verlust ist. Ja? Wenn also
die Nachbarsfrau stirbt von dem Mann, dann kann ich Mitleid haben, aber ich achte es nicht als meinen persönlichen Verlust, weil die Nachbarsfrau war ja nicht mein. So, wenn aber meine Frau oder meine Mutter oder mein Kind oder mein Hund oder meine Katze, ja, wenn dann ein Verlust passiert, dann achten wir es wie?
als persönlich. Ja? So, und der persönliche Verlust ist nur derjenige, der krank macht, weil er ja nicht stimmt. Ja? Es ist nur dieser persönliche Gedanke, ich habe etwas persönlich verloren, der die Krankheit macht. Das ist aber etwas, was wir prüfen müssen, ob es stimmt oder nicht. Weil ich sage immer, das, was krank macht, kann nicht stimmen. Ja, kann nicht richtig sein, wenn der Geist es denkt. Ja? So, deshalb, alle Krankheiten kommen, weil hier wir im Minus sind. Der Strom fließt nur hier. Das hier ist keine Energie oder falsche Energie. Wenn wir uns ärgern, wenn der Geist sich ärgert, dann gibt es im Körper eine Zerstörung. Der Strom ist nicht adäquat. Ist er hier, läuft alles gut, auch wenn man betrogen ist. Ja? So glaubt jemand oder ist jemand Fußballfan und seine Mannschaft hat gewonnen, denkt er hat auch gewonnen. Ja? Aber es ist nur, weil er sich damit identifiziert. Nicht? Und würden wir verlieren können, gäbe es im Stadion keine Polizisten. Weil dann wären sie ja alle friedlich, die, die verloren haben und die, die gewonnen haben. Aber der Gewonnene, der jubelt und was macht der andere? Habt ihr schon mal traurige Fußballfans gesehen? Oh mein, die geben ja ein Bild ab. Du denkst, sie sterben bald. Ja? Und ich wohne hier am Stadion, ich habe... Ich sehe es nicht so häufig, weil ich meistens Wochenende weg bin, aber ich habe sie schon gesehen, mal traurig aus der, ja, so rauskommen. So, sie haben nichts verloren, aber sie denken, sie hätten was persönlich verloren, nicht? Und ihr Körper fühlt sich nicht wohl. Die anderen jubeln, fühlen sich wunderbar, obwohl es alles nur wo stattfindet. Nur in ihrem Kopf. In der Realität ist es gar nicht so. So. Das ist das Problem des Menschen, dass er in diesem Bereich meint, unvermeidbar ist. Wir haben gestern Abend die Frage gestellt, können wir verlieren Persönliches? Und in jeder Audienz, in jedem Saal sagen mir alle Menschen, wir können Verlust nicht vermeiden, persönlichen Verlust nicht vermeiden. Und ihr seht jetzt warum, weil wir sagen, bekommen ist die Tat des anderen und was ist diese Tat? Zu wenig bekommen, nichts bekommen, weggenommen bekommen. Wessen Taten sind das? Wessen Taten? Sind die Taten der anderen, nicht unsere. Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir sagen, wir können Verlust nicht vermeiden. Ja, das ist unser Urteilsvermögen. Damit urteilen wir alles. Deshalb ist heute jeder überzeugt, er kann Verlust nicht vermeiden. Aber nur weil er denkt, Verlust ist nicht seine Tat, sondern die Tat des anderen, wie auch der Gewinn. Und jetzt müssen wir schauen, warum macht das krank? Warum ist der Körper nicht auf selber Ebene? Warum macht der persönliche Verlust krank? Ja, warum? Weil das ist 90% aller Krankheiten kommen von hier. Mindestens 90, würde fast auf 95 gehen. Würden wir nicht persönlichen Verlust denken, würden unsere Zellen richtig funktionieren. Weil in diesem Bereich, wo wir gewinnen, aber nichts verlieren, bei Null immer bleiben oder von Null aufwärts gehen, da geht es immer gut. Geht es immer gut. So, wenn alle meine Patienten, wisst ihr alle, ich weiß, bevor der Patient zu mir hineinkommt, was er hat. Ich weiß, wo sein Problem liegt. Obwohl ich es nicht weiß in der Realität. Ich weiß es, es liegt im persönlichen Verlust. Kommt mit mir zu mir und sagt, er hat ein Ohrgeräusch, sage ich, okay, welche Seite, dann weiß ich schon, was er verloren hat. Und er kommt zu mir und sagt, ich habe noch zusätzlichen Bandscheibenvorfall und ich habe noch ein Magengeschwür und ich habe noch Menstruationsschmerzen und ich habe noch weiß ich was. Und dann sage ich, aha, alles passt schön zusammen. So, das ist das Thema. Jetzt müssen wir schauen, warum ist der Körper mit unserem persönlichen Verlustgedanken nicht einverstanden? Weil der Körper sagt uns das. Schaut, ich hätte ja gedacht, so wie ihr, so wie alle, geliebt werden ist wichtig,
Ja? Und ich hätte gedacht, Verlust ist nicht vermeidbar. Aber warum wird der Körper krank? Und ich sehe den Körper als ein Maß, das niemand ändern kann. Wir haben ja gesehen, die Zelle ist nicht wählbar. Sie kann nicht wählen, was sie braucht und nicht. Und wenn ich ein guter Arzt sein will, muss ich ja sagen, okay, das Hauptagens der Krankheit ist der persönliche Verlust. Gibt es den nicht? Gibt es keine Rebellion dagegen? Gibt es keinen Kampf? Und mein Körper funktioniert einwandfrei. Und dieser persönliche Verlust muss ich ja vermeiden. Aber ist er nicht zu vermeiden, dann was kann ich dafür? Dann muss ich halt die Sache hinnehmen. Ich erkläre euch eine kleine Geschichte. Eine Frau verliert ihr Kind dadurch einen bestialischen Mord. Das 11-jährige Mädchen wird bestialisch ermordet. Ich sehe die Mutter zweimal. Einmal nach 6 Jahren und einmal nach 8 Jahren. Die Mutter ist in ihren 40ern. Wie geht es der Mutter körperlich? Sie ist berentet. Sie ist nicht mehr fähig, etwas zu tun. Meine Frage als Arzt, könnte sie auch völlig gesund sein? Oder könnte sie es nicht? Ist sie verdammt dafür, dass irgendjemand ihre Tochter umbringt? Dafür, dass sie sich selbst zerstört? Weil kann sie durch ihr Handeln das Kind wieder lebendig machen? Ja oder nein? Das weiß jeder. Aber würde sie es tun, wenn sie könnte? Ja. Absolut. Absolut. Ich frage meine Patienten diese Dinge. Weil irgendwann mal habe ich gefragt, ja, würden Sie Ihre Mutter wieder auferwecken, wenn Sie könnten? Sagt sie, ja, sicher. Sag ich, für wen? Ja? Warum? Warum will ich über das Leben eines anderen bestimmen? Um der Mutter willen? Oder meinetwegen? Versteht ihr? Weil ich die Mutter brauche als Liebesquelle. So, ihr seht, der persönliche Verlust macht krank. Es muss eine Lösung geben, dass eine Mutter, die ihr Kind verliert, und ich habe mich mit diesem Gedanken auch gespielt, ich habe gesagt, wenn jemand meinen Töchtern was antut, den bringe ich persönlich um. All diese Gedanken hat man als Vater, all diese Gedanken hat man als Mutter, man kann es nicht aushalten. Und ich habe immer gehofft, dass es nie passiert, bis jetzt ist nichts passiert, aber inzwischen habe ich mich auch so umgestellt, dass ich sage, wenn es passiert, will ich damit einverstanden sein. Ja, bin noch nicht dort, weiß noch nicht, es hat noch nicht passiert, aber in meinem Kopf will ich zumindest jetzt im Vorfeld, wo es noch nicht da ist, weil wir wissen ja erst, wie wir reagieren, wenn etwas da ist, ich will einverstanden sein und nicht dagegen protestieren, weil es ja nicht mein persönlicher Verlust ist. So, der persönliche Verlust ist unser tödliches Agens. Er macht den Krebs, er macht den Herzinfarkt, er macht den Zucker, er macht die Hauptkrankheiten, die wir haben in unserem Leben, mit denen wir zu tun haben. Es ist nur ein Gedanke, der nicht stimmt und den der Körper verneint. Und da der Körper nicht subjektiv ist, mein Geist ist subjektiv, will ich mich am Körper orientieren und sage, das, was den Körper zerstört, ist falsch. Seid ihr mit einverstanden? So, essen wir Gift, heißt es, ist falsch. Das, was den Körper zerstört, muss in meinen Augen als Arzt falsch sein. Auch wenn der Geist sagt, oh, es schmeckt sehr gut. Einverstanden? Gift ist Gift. Die Zelle hat keine Wahl. Was sie zerstört, ist zerstörerisch, muss gemieden werden. So, deshalb bin ich hier als Arzt und muss verstehen, wie kann ich meinem Patienten klar machen, dass er in seinem Geist getäuscht ist. Leicht oder schwer? Nein, Sie können nicht. Sondern das habe ich ja die ganze Zeit erklärt. Sie können den Verlust nicht annehmen. Es ist eine Unmöglichkeit. Wir müssen immer in diesem Bereich sein. Könnten wir verlieren, dann könnten wir zum Fenster rausspringen und sagen, es ist nicht, kein Problem. Wir können nicht verlieren. Könnten wir? Ja. Dann würden wir Verlust annehmen. Dann würde eine Frau, wenn sie missbraucht wurde, sich nicht darum scheren. Weil sie sagt, ja, ist ein Verlust, super, was soll's. Aber sie kann mit dem Verlust nicht leben. Sie sträubt sich dagegen mit aller Macht und ist furchtbar krank. Weil sie denkt, es ist ein persönlicher Verlust.
Könnten wir verlieren, hätten wir kein Problem. Wir können nicht verlieren. Schauen Sie, deshalb in der Psychotherapie, das erlebe ich bei meinen Patienten, die Psychotherapie machen. Sie machen eine Therapie, um etwas zu akzeptieren, was nicht zu akzeptieren gibt. Sie versuchen, eine Reaktion des Geistes zu verändern, die aber gebunden ist an die Sicht. Solange eine missbrauchte Frau den Missbrauch als persönlichen Verlust sieht, hat sie nie eine Chance, gesund zu werden. Sie muss den Missbrauch zu Null bringen. Wie? Sonst bleibt sie in der Not. Wir kommen gleich zum Wie. Das ist eine gute Frage. Aber ich muss ja erstmal die Vorgabe geben. Okay? Sie können die Psychotherapie machen aller Welt. Wenn der Speicher, die Sicht der Dinge, sich nicht verändert über das Ereignis, damit umzugehen, können Sie nicht. Ich bin verpflichtet zu reagieren, wie ich die Dinge sehe. Und in dem Moment, wo das nicht mein persönlicher Verlust ist, ist meine Reaktion in Ordnung. Und die Sache ist erledigt. Komme ich dahin nicht, ist die Sache, wird sie nie erledigt. Sie können welche Übungen auch immer machen. Sie können auch denken, wie soll ich mich jetzt, wenn in unserem Kopf der persönliche Verlust bleibt, null Chance. Die Biologie geht kaputt. Der Körper wird systematisch getötet. Ja, das müssen wir verstehen. Das ist das Agens. Deshalb versuche ich den Patienten nicht ihre Reaktion zu verändern, weil die Reaktion können wir nicht ändern. Die ist festgelegt. Was ich sehe, muss ich tun. Was ich berechne, so muss ich handeln. Ich habe keine Wahl, anders zu handeln. Deshalb fängt das Leben bei der Berechnung an, bei der Sicht der Dinge. Das ist die tiefste Ebene des Menschen. Hier wird entschieden, der ganze Bereich, was der Geist denkt, Gewinn ist, das bestimmt ihn. Jetzt wollen wir schauen, warum der Körper den persönlichen Verlustgedanken nicht akzeptiert und eher tödlich ist für die Zelle. Wir haben auf dieser Welt ein Gesetz, und ich nenne es jetzt, das ist ein neuer Begriff, Grundgesetz. Des Lebens. Ich kann es auch Ökosystem nennen. Aber ein Grundgesetz des Lebens, das ist das, was an der Basis liegt. Und wir haben es ja am ersten Abend schon gesehen und wir wollen es jetzt nur noch praktisch anbetrachten. Wenn ich eine Pflanze habe, ich habe zum Beispiel ein Samenkorn, eine Tomatenpflanze, weil ich Tomate gerne esse, was auch immer. Wir können egal welchen Samen nehmen. Wenn wir den Samen in die Erde tun, was muss er zuerst tun? Geben oder nehmen? Der Same. Was muss er tun, wenn er in die Erde kommt? Er hat doch nichts. Ja? Er hat einen Motor drin. Ja? Ihm wird zuerst Elektrizität gegeben. Und dann muss er Dinge aufnehmen. Kann er ohne Aufnehmen wachsen? Nein. So jeder Same, der in die Erde kommt, seine erste Aufgabe ist nehmen. Weil er hat ja keine Energie in sich. So er muss die Energie erst aufnehmen und zum Teil wird sie ihm gegeben. Aber warum nimmt die Pflanze, nehmen wir den Tomatenkern, warum nimmt sie die Energie auf? Um zu wachsen. Aber was ist das Endprodukt? Das die Tomaten. Wie viele Tomaten? Je besser das Nehmen war. Ja? So besser. Stirbt eigentlich, um was Neues zu tun. Nun, es stirbt der Same, es ist nur, dass die Information stirbt nicht, es ist nur die Hülle. Ja? So, es geht uns um die Aktivität, die ich machen muss. Ja? Ich muss also aufnehmen, aber was kommt am Ende raus? Mehr oder weniger? Mehr. So, wir sehen einmal, es kommt mehr raus.
Was kann die Tomatenpflanze mit ihren Tomaten tun? Wofür kann sie sie benutzen? Noch mehr Samen für die Vermehrung. Nun, wenn die Pflanze ein Bewusstsein hätte. Aber wir wollen doch die Pflanze nicht mit Bewusstsein betrachten, sondern ohne Bewusstsein. Wir wollen die Tatsachen sehen, wie sie sind. Wird aus einem Samenkorn, wenn alle Bedürfnisse gut kommen und sie nimmt gut auf, dann wächst sie und sie wird groß, damit sie viele Tomaten trägt. Was macht die Pflanze mit ihren Tomaten? Wie kann sie sie verwenden? Zur Vermehrung oder zum Erhalt. Für wen kann sie sie? Sie kann für sich keine der Tomaten verwenden. Die Pflanze denkt nicht. So, nein, es macht es nicht einfach. Sie gibt. Weil jemand, der die Pflanze sät, und ich habe heute den Apfelbaum gepflückt, hat er gestreikt? Hat er gesagt, oh, du tust mir weh, ich muss die essen. Ja oder nein? Nein. Schaut, nur in der Evolution haben wir der Aminosäure Bewusstsein gegeben. Aber die Aminosäure hat kein Bewusstsein. Sie weiß von nichts. Die Tatsache ist, wenn der Apfelbaum, wenn die Pflanze nicht geben würde, was würden wir essen? Was hätten wir? Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Das, was jemand hier gibt, ist für jemand anderen was? Nährung. Nährung, nehmen. Der nimmt sie auf. Aber der gibt wiederum was ab. Wisst ihr, dass unser Körper genauso funktioniert? Ja? Wir geben, wir nehmen auf und geben ab. Das, was wir abgeben, brauchen wir, können wir nicht mehr benutzen. Ja? Aber jemand kann es benutzen, wisst ihr das? Und jemand ist absolut abhängig davon, dass er existiert. Deshalb geht das Leben nehmen, um zu geben. Und sicherlich, das, was hier jemand gegeben hat, nimmt jemand anders. Ich musste heute denken an die, und die gibt, die, was die hier aufnimmt, gibt wieder. Und das nimmt jemand wieder. Und der gibt wiederum, weil man muss ja auch der Tomatenpflanze was geben. Und das ist der Kreislauf des Ökosystems. Heute, als ich am Apfelbaum war, und die Äpfel ganz oben sind ja die schönsten, nicht? Liegen in der Sonne und sind. Und ich habe gedacht, jeder dieser Apfel muss von der Biene bestäubt worden sein. Könnt ihr euch das vorstellen, was für eine Arbeit das ist? Wofür tut es die Biene? Wisst ihr, dass wir, so sagt die Wissenschaft, so sagen sie, und ich denke, es müsste stimmen, zumindest nach diesem Gesetz, wenn die Biene ausstirbt, haben wir noch 4 Jahre zu leben. Das ist ein einziges Bestandteil. Die Biene bestäubt den Baum für uns, damit wir Äpfel haben. In der ganzen Natur tut niemand etwas für sich selbst. Es kann gar nicht. Er tut es immer für jemand anderes. Das Leben des Menschen oder das Leben auf dieser Welt, das Ökosystem, ist nicht möglich, wenn nicht jemand anders das Grundbedürfnis für den anderen herstellt. Es muss immer jemand anders etwas tun, damit der andere lebt. Das ist pures, ich sage purer Altruismus, Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Schaut, ich habe jetzt hier nicht nur die große Möglichkeit, aber können wir dieses Blatt hier abreißen? Kann es jemand halten? So. Halt mal hier daneben. So. Geht das? Vielleicht kann dir jemand helfen.
Okay, lasst uns mal unsere Bedürfnisse anschauen. Ich mache hier die Liste wieder mit den Bedürfnissen. Sauerstoff. Wer von Ihnen hat sich schon mal gequält, Sauerstoff herzustellen? Habt ihr schon mal probiert? Ja oder nein? Nein. Können Sie Sauerstoff herstellen? Kann irgendjemand sich selber Sauerstoff herstellen? Ja oder nein? Hallo? Bitte? Können Sie sich, ja, kann mein Körper sich den Sauerstoff herstellen? Nein. Aber braucht er ihn? Ja. Wie notwendig? So, kann ich, ist die Frage, kann ich mir Sauerstoff herstellen? Nein. Wenn ich ihn nicht her kann, dann muss ihn jemand für mich herstellen. Wer stellt ihn her? Wo ist die Quelle? Es ist ein Zusammenspiel. Ja, von Pflanzen, ja, und von Sonne und von Wärme. Ja, so, es ist die Natur. Aber wir können ruhig die Pflanzen hintun als Endprodukteure, ja. So, die Pflanzen. So hauen wir einen gewissen Prozentsatz der Bäume von unserer Welt ab, werden wir überleben? Nein, weil ihr seht, die Bäume machen für uns den Sauerstoff, hauptsächlich. So ist es nicht sehr klug, dass wir die Wälder forsten. Aber es gibt Menschen, die das tun. In Rumänien zum Beispiel werden die verkauft und ausgebeutet für einen schnellen Pfennig und Cent. Es geht auf unser Leben, meine Lieben, weil wir sind abhängig von der Natur, um zu existieren. Weil die Natur macht unser Sauerstoff. Wer von Ihnen kann sich das Wasser herstellen? Kann jemand? Habt ihr schon mal versucht? Sagt, ich brauche keinen Brunnen, ich mache mir das Wasser selbst. Ja? Es kann keiner. So, woher holen wir das Wasser? Wiederum? Aus der Natur. Haben Sie sich schon mal versucht, Ihre Nahrung herzustellen? Können Sie die Nahrung herstellen? Sagen Sie nicht ja. Hier sind manchmal manche Patienten verführt, ja zu sagen. Habe ich den Apfel hergestellt? Das alles, was wir tun können, ist sie zubereiten. Aber wer von uns, ich sage immer, wenn Menschen sagen, ja, ich kann Nahrung herstellen, sage ich, sie, auf ihrer Haut wachsen Bananen und Äpfel und Birnen. Ja? Geht das? Können wir das herstellen? Natürlich nicht. Wir können nichts herstellen. Wir sind absolut abhängig, dass der Baum uns die Äpfel macht. Aber sie sind gut, oder nicht? Schmecken sie? Geben sie Energie? Sind sie Frucht? Ja, was würden wir essen, wenn der Baum seine Früchte nicht einfach machen würde umsonst? Er verlangt nicht mal Geld, wisst ihr das? Ja, das Leben wäre nicht möglich. Kommen wir jetzt zur Wärme. Können wir die verändern? Können wir sagen, naja, ich lebe jetzt bei 50 Grad. Können wir? Geht nicht. Wir müssen bei 37 bleiben. Wir haben keine Wahl. Können wir den Schlaf wegtun oder können wir den Schlaf selber produzieren? Die nicht schlafen können, die wissen das. Das ist die Folge, dass der Geist richtig denkt und genug Strom ist. Können wir die Sonne herstellen? Noch niemand versucht, aber sind wir von der Sonne alle abhängig? Oh ja, ich denke, alles Leben auf dieser Welt ist von der Sonne abhängig. So, damit ist ganz klar, hier sind wir absolute abhängige Wesen von der Natur. Und würde die Natur nicht im Ökosystem so nett sein, uns es herzustellen, dann hätten wir es nicht. Aber schaut auf biologischer Ebene. Wir nehmen den Sauerstoff auf. Was geben wir ab? Kohlendioxid. Kohlendioxid, wer nimmt Kohlendioxid auf? Die Pflanzen. Ja? Und geben uns dafür wiederum Sauerstoff. Und wir geben ab Reste von unserem Essen. Wir geben ab
Alles, was der Körper produziert, ist nicht mehr für seinen Gebrauch benutzt, bestimmt, obwohl manche das als Medizin versuchen. Und ja, deshalb ist es so, ist es wichtig, dass wir wissen, dass diese Sachen nicht möglich sind. Aber jetzt kommen wir zur entscheidenden Sache, zum Geist. Und jetzt ist die Frage, Liebe. Liebe, Gedanken. Kann ich sie herstellen? Das heißt, kann ich Liebe herstellen oder nicht? Was ist Liebe? Geistige Information. Nehmen wir erstmal die geistige Information. Kann ich geistige Information herstellen oder kann ich sie nur verarbeiten? Wir haben gesehen, der Geist denkt über sich was? Stolz, was denkt Stolz? Ich kann. So schaut die Menschen, wenn ich sie frage, ob sie lieben könnten, sagen sie alle ja. Und ich sage, ja, sie müssen lieben, aber können sie die Liebe herstellen? Dann sagen die meisten Menschen, sie könnten die Liebe herstellen. Weil wir alle denken, wenn ich sage, ich liebe dich, das von wem kommt? Von mir. Nicht? Und deshalb werden meine Blumen weggeschmissen werden. Wer hat meine Liebe vernachlässigt? Hat sie, ja, da fühle ich mich gekränkt. Ja, aber wenn es die Blumen nicht von mir kamen, dann sage ich, naja, dann wäre ich frei. Ihr seht, bei der Liebe denken die Menschen, ich kann lieben. Das heißt, ich kann die Liebe herstellen. Nicht, dass ich lieben kann, ich muss lieben, ich muss ja atmen und so weiter können, ich muss lieben können, aber kann ich die Liebe, die Information, die geistige Information herstellen oder ist mein Geist nicht fähig, irgendetwas herzustellen, sondern nur zu verarbeiten und durch die Verarbeitung zu vermehren? So, was kann der Geist? Das ist die Frage. Was kann er? Und hier denken die Menschen, sie können. So, und ich möchte euch drei Beweise bringen, dass es nicht geht. Dass kein Mensch sich seine Information herstellen kann. Er muss und verarbeitet sie immer von dort, wo er sie holt. Der Geist holt, weil er muss nach demselben Gesetz leben. Nehmen, um zu geben. So, deshalb ist die Frage, warum denkt der Geist andersrum? Weil schaut, wenn wir das Ökosystem nehmen, merkt ihr, dass der Geist umgedreht ist wie das System? Was macht der Geist? Er gibt, geben, um zu nehmen. Ja? Deshalb ist der Geist des Menschen der Einzige, der die Umwelt zerstört. Er ist der, der den Körper zerstört, weil er ist nicht im Einklang mit dem Gesetz der Natur. Er ist widersprüchlich zu sich selbst. Ja, der Geist ist nicht im Einklang. Deshalb, wenn der Geist nicht geändert wird, wir können noch so viele ökologische Programme machen, wir können machen, was wir wollen, auf dieser Welt, um die Welt zu retten. Wir werden sie nicht retten können, wenn der Geist des Menschen nicht im Einklang mit der Welt kommt, mit dem Gesetz des Lebens. Das Gesetz des Lebens opfert sich auch für andere. Er nimmt was, ja, er lebt durchs Nehmen, aber er lebt, weil er die ganze Zeit etwas produziert, damit ein anderer leben kann. Der Geist des Menschen, er gibt, damit er lebt. Er gibt, damit er, deshalb sind die Pfeile bei den Menschen immer auf sich gerichtet. Immer auf sich. Deshalb, ja, er steht im Mittelpunkt, er will die Dinge haben, weil er denkt, nehmen ist Gewinn. Aber in der Natur, was ist Gewinn? Geben ist Gewinn. So, wenn die Pflanze halbwegs stirbt, dann hat sie wie viel Gewinn gebracht? Gar keinen. Ja, so deshalb, der Prozess am Ende in der Natur ist immer geben.
immer geben. Jetzt kommt der Geist des Menschen, aber ist umgedreht, weil er denkt, er kann lieben. Er denkt, er kann die geistige Information herstellen. Der erste Beweis, dass er es nicht kann, ist, dass die Menschen alle verrückt sind nach Information. Ja? Habt ihr gesehen, dass der Geist viel hungriger ist wie der Magen? Ich reise in letzter Zeit viel und am Morgens, wenn ich dann den frühen Flug nehme, zurück nach Hause, um 6 Uhr morgens, da sind die Zeitungen ja frisch gedruckt und die Flugzeuge sind dann meistens voll, weil jeder will an seine Arbeitsstelle kommen und jeder reißt an sich fast jede Menge Zeitungen. Warum? Weil der Geist seine Information selber herstellt? Weil der Geist sagt, na hallo, ich muss nichts lesen. Der Geist ist so neugierig. Er zieht die Information an. Ja? Er muss das lesen. Warum? Der erste, was die Leute machen am Morgen, ist, sie müssen den Geist füttern. Ja? Während sie ihr Käffchen oder was auch immer trinken, müssen sie was lesen oder Fernsehen anmachen oder die Nachrichten. Sie müssen ja wissen, was in der Welt so läuft. Der Geist kann sich keine Information herstellen. Er ist leer. Genauso wie der Magen. Der Magen, wie viel Nahrung kann der Magen herstellen? Null. Der Geist kann genauso wenig. Alles, was der Unterschied macht zwischen Magen und Geist, der Magen kann nicht wählen, was er isst. Ja? Der Magen muss aufnehmen, was ihm gegeben wird. Der Geist kann nicht nur kann, er muss wählen, was er denkt. Er muss wählen, was er liest. Wissen Sie, dass ich schon 8,5 Jahre zeitungsfrei bin und nachrichtenfrei. Ich sehe weder Nachrichten, ich höre noch. Und mir geht es sehr gut. Das, was ich wissen muss, weiß ich. Aber die Nachrichten sind Müll. Ganz klarer Müll. Und wer Müll isst, denkt Müll. Ganz klar, was wir reintun, kommt raus. Kann ja nichts anderes rauskommen. Und bin sehr dankbar. Ich habe diese Freiheit, dass ich nicht wissen muss, was in der Welt passiert. Aber glaub mir, das, was ich wissen muss, weiß ich. Und es muss mich nicht belasten. So, der erste Beweis, den ich entdeckt habe, dass wir nicht die Liebe herstellen können, ist das Kind. Warum wird das Kind krank? Wenn die Mutter es liebt. Welche Mutter liebt ihr Kind nicht? Vielleicht finden wir 1, 2 Mütter, wo wir sagen könnten, sie liebt es nicht. Aber ich bin mir überzeugt, dass jede Mutter aus Instinkt schon, weil es ist in ihrem limbischen System hineingelegt, der Mutterinstinkt. Ja? So, aus Instinkt liebt sie schon ihr Kind. Warum ist ihr Kind krank? Ich habe Unmengen an Fällen, was ich sehr dankbar bin dafür, mit Kindern als HNO-Arzt. Ich habe immer gewundert, warum ich HNO-Arzt geworden bin. Aber HNO-Arzt ist ein super Fach, weil du hast alle Altersgruppen. Und du hast sie nicht so nur die eine Altersgruppe, sondern es ist wirklich sehr schön verteilt. Und ich musste mir die Frage stellen, warum hustet ein Kind? Eine Mutter kommt zu mir und ihre Tochter hustet seit 5 Monaten. Nur am Abend. Wenn sie ins Bett geht, hustet das Mädchen. Ist 3 Jahre alt. Ja? So, ganz klar, das Kind ist durchgecheckt worden im Lungenfacharzt und man hat es gerönt und CT und was man alles macht und Allergietest und man hat nichts gefunden. So, jetzt kommen Sie zu mir, dass ich in den Hals gucke, ob im Hals was steckt. Jetzt denken Sie sich, was soll im Hals stecken, wenn es nur am Abend hustet? Es kann normal essen, es fühlt sich wunderbar, alles ist in Ordnung. Ja, es ist absurd überhaupt zu denken, dass es jetzt an dem Hals stecken könnte. Vielleicht, wenn es sich hinlegt, aber es ist nicht nur beim Liegen, es ist am Abend hustet sie. So, was machen wir mit dem Kind? Nicht, die Allergie ist ja ausgeschlossen, dass wir sagen, da sind irgendwo
irgendwelche kleine Pollen oder Keime oder was auch immer. So, jetzt, ich weiß, dass das Kind ständig ist. Das habe ich auch nur erfahren, dadurch, dass ich mit der Mutter gesprochen habe. So, in diesem Fall frage ich, wie es der Mutter geht. Wisst ihr, wenn Mütter ich so frage in der Praxis, dann gucken die mir erstmal erstaunt an, wieso hat das etwas mit mir zu tun? Sage ich,
Wie geht's Ihnen? Oh, mir geht's gut. Ja, jede Mutter geht's gut im ersten Augenblick. Und dieses Mal war es sehr gut, der Mann war auch dabei. Und sie hat noch ein kleineres Kind. Weil ich wusste ganz genau, dass das Problem des Kindes nicht am Kind liegt, sondern das Kind reagiert. Und dann habe ich gefragt, gibt es keine Konflikte, gibt es keinen Ärger oder irgend sowas? Und dann kommt heraus, dass ein Monat bevor das Kind angefangen hat zu husten, die Mutter von im Streit mit ihren eigenen Eltern weggezogen ist. So, der Streit ist noch nicht belegt, also noch nicht zu Ende. Und das Kind hustet. Selbstverständlich. Warum hustet das Kind? Weil es keine andere Wahl hat, außer mit der Natur zu gehen. Es nimmt. Woher nimmt das Kind die geistige Information? Von der Mutter. Und es spiegelt das Innenleben der Mutter, nicht das, was die Mutter dem Kind gegenüber ist. Weil jede Mutter liebt ihr Kind, sage ich jetzt mal so grundsätzlich. So viel, wie viel sie weiß. Jede Mutter will ihr Kind, dass es ihm gut geht. Sie nimmt es in den Arm, sie macht all das mit ihm mit. Aber das ist nicht entscheidend. Weil seitdem das Kind im Mutterleibe in die Gebärmutter sich einnistet, wer kontrolliert das Leben des Kindes? Das Kind oder die Mutter? Die Mutter. Das ist falsch. Das Kind. Das Kind nimmt, genauso wie die Pflanze. Es holt sich alles, was es braucht, von der Mutter für sich. Mutter futtert, aber Mutter futtert sich. Und Kind füttert sich. Weil das ist das Gesetz. Deshalb, wenn Mütter denken und in der Schwangerschaft schwierige Probleme haben, ja, passiert nicht immer, aber wenn man dann Missbildungen hat, dann ist das sehr häufig auf die Geschichte zurückzuführen, der Gedanken der Mutter. Weil das Kind muss sich aus allem, was es nimmt, nicht, es nimmt aus der Mutter nicht nur die Chemie, sondern auch den Strom. Und es holt sich alle Informationen von der Mutter, die geistige. So, es kann ohne Mutter nicht existieren. Es lebt von der Mutter. Deshalb sagt man ja, dass man nicht rauchen soll und so weiter und so trinken, das sollte man grundsätzlich nicht. Aber man müsste Müttern beibringen, wenn sie schwanger sind, wie wichtig ihr Denken ist für die Entwicklung des Kindes. Weil sie ist jetzt direkt verantwortlich für dieses Wesen in ihrem Bauch. Das Kind kann nichts dafür. Für sie sind die Befehle der Mutter, die Gedanken der Mutter auch Befehl. Ja? Und es nimmt sie auf, weil es muss ja von irgendwas leben. Es hat keine Wahl. Es kann es selber nicht von sich aus tun. Aber das Kind holt, weil das Gesetz ist holen. Wieso hatte die Mutter nicht gehustet? Weil, ich habe jetzt nicht gefragt, welche Krankheit die Mutter hat. Es ist so. Ein kleines Pflänzchen ist viel empfindlicher für den Mangel eines Bedürfnisses wie ein Erwachsener. Ja? Wir als Erwachsene sehr häufig, ich bin immer dankbar, wenn auch die Mutter krank wird. Ja? Aber schaut, das Phänomen ist so. Zuerst, wer wird krank, die Mutter oder das Kind? Es wird immer das Kind zuerst krank und dann sagt, ja, das Kind vom Kindergarten und hat mich angesteckt. Ja, so denken die Mütter. Ja, weil das Kind zuerst krank wird. Aber das Kind wird zuerst krank wegen dem Problem, was die Mutter hat. Weil und das Problem, was die Mutter dann hat, macht auch sie krank später. Ja, aber das Kind ist viel empfindlicher. Es ist viel empfindlicher für das Bedürfnis. Also kriegt das Kind zuerst den Schaden ab. Aber wer weiß denn, dass es so funktioniert? Das weiß keiner. Aber es ist Physiologie. Wir haben es gelernt. Und wenn die Nabelschnur abgeschnitten wird beim Kind, wenn es aus dem Bauch der Mutter kommt, wofür braucht es weiterhin eine Mutter? Für Wasser? Ja oder nein? Nein.
sie braucht die Mutter nur für eine einzige Sache, als Liebesquelle. Weil alles andere kann der Vater auch. Ein Zuzel in die, ja, eine Flasche in den Mund stecken, kann jeder. Aber das Kind spürt nur die Mutter. Es kennt nur die Mutter. Es reagiert nach der Mutter. Es war nicht vor lange, eine Weile her, wo man in der Kirche ein Kind eingesegnet hat. Ja? Nach 2 Wochen. Ja? Und ein Baby nach 2 Wochen hat keine Ahnung, was es tut. Ja? Aber es spürt wen? Die Mutter. So gehen die Mutter und der Vater vorne hin und das Kind ist ganz ruhig. Bis die Zeremonie beginnt. Aber ich sitze in der ersten Reihe und denke, als das Kind anfängt zu weinen, sage ich, warum weint das Kind? Weil es den Pastor komisch findet? Warum weint das Kind? Antwortet mir. Nein, es war eine Mutter auf dem Arm. Weil die Mutter aufgeregt war. Das Herz der Mutter hat geschlagen, weil sie aufgeregt war. Und das ist für das Kind was? Sehr unangenehm. Also fängt sie an zu schreien. Ist völlig normal. Und als dann die Zeremonie fertig ist und es rausgeht, die Mutter sich beruhigt, was passiert mit dem Kind? Er ruht sich aus. Das Verhältnis zwischen Mutter und Kind ist eines der engsten und, ich könnte sagen, geheimnisvollsten. Aber an dem Körper habe ich es gemerkt, dass der Geist des Kindes abhängig ist, um von der Mutter die Liebe zu holen. Aber das holt sie, nicht die Mutter gibt es ihr. Ich will damit nicht sagen, dass das, was die Mutter tut, ist nicht wichtig, dass sie es erziehen muss und so weiter. Aber das Kind wird nicht nach dem, was die Mutter ihm sagt, handeln, sondern nach dem, wie die Mutter in ihrem Inneren ist. Deshalb muss Sagen und Inneres entsprechen. Das Kind achtet nicht auf die Worte, es achtet auf den Ton. Es achtet auf die Einstellung der Mutter. Und das tut es instinktiv, das tut es nicht bewusst. Ein Kind weiß nicht, dass es von der Mutter holen muss, aber es holt. So ist das Leben gemacht. Und deshalb würde das Kind keine Mutter brauchen, dann könnten wir sagen, der Mensch kann sich die Liebe selber herstellen. Aber Gott hat die Mutter für eine Sache auf die Seite gelegt. Und das ist, als Liebesquelle für das Kind zu sein, bis das Kind erwachsen wird. Bis es bewusst wählen kann. Bis dahin hat das Kind keine Chance. Es muss immer von der Mutter holen. Und wenn jemand sich nicht ändert in seinem Geist, bleibt an der Mutter hängen sein Leben lang. Weil Mutter ist physiologisches Bedürfnis. Und wir müssen aber Mutter umtauschen. Sonst im Erwachsenenalter wird uns die Mutter zum Verhängnis. Im Kindesalter kann sie uns schon zum Verhängnis werden, wenn sie nicht glücklich ist, wenn sie gestresst ist, wenn all diese Dinge da sind. So, ich habe so viele Dinge beobachtet. Und ich muss euch sagen, die Mutter spielt im Leben eines Menschen die erste Hauptrolle. Deshalb möchte ich alle Mütter immer ermutigen, glücklich zu sein. Weil sind sie glücklich, haben sie automatisch glückliche und gesunde Kinder. Aber das Gesetz habe ich nicht gemacht. Ich habe es nur beobachtet. Und an all meinen Fällen, wenn Mütter mit ihren Kindern zu mir kommen und sie gehen hin zum Psychologen, weil ADS oder ADHS oder wie sie alle heißen, ist im Steigen oder im Sinken? Hoch im Steigen. Hoch im Steigen. Diabetes bei Kindern steigt um das 20-fache. Warum? Und was ist mit den Kindern ohne Mutter? Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ein Kind kann sich gewöhnen an eine andere Liebesquelle. Aber es ist irgendwie, ist Mutter nicht ersetzbar. Ich kann also an den Menschen, die ich sehe, die Waisenkinder kann ich schon sofort erkennen. Man kann ein Waisenkind nahezu sofort erkennen, dass es ein Waisenkind ist. Als Erwachsener. Oft neigen die Leute dann noch zur Sucht, schnell, sehr schnell. Die Süchte, all diese Dinge kommen aus einer Situation im Haus. Ja? Deshalb ist es die Familie so wichtig. Deshalb, diese Gesetze können wir nicht verändern. Ich muss
eines Tages, ich habe gesagt, ich werde im November versuchen, über dieses spezielle Verhältnis zu sprechen, weil es ist sehr schwierig. Mütter können Gewissensbisse bekommen. Und ich möchte keine Gewissensbisse den Müttern machen, sondern ich möchte ihnen nur einen Weg hinaus zeigen. Ja? Weil was war, können wir nicht verändern, aber wir können etwas tun jetzt. Weil nur ignorant weiterzutun, wie wir es bis jetzt getan haben, wir dürfen, aber die Mütter gehen doch in einen furchtbaren Teufelskreis. Sie haben Stress, das Kind kriegt ADS. Vom ADS hat die Mutter mehr Stress oder weniger? Mehr. So, das Ganze dreht sich im Kreis und wird wie ein Schneeball, der immer größer wird. So, wer kann unterbrechen? Man versucht am Kind, man trägt das Kind zum Psychologen, wo ich denke, wir müssen doch an der Quelle handeln. Wir müssen das Ding an dort anpacken, wo es ist. Aber schaut, auch hier hat unsere Wissenschaft völlig fehlgeschlagen, weil sie sieht nicht die Notwendigkeit der Mutter für das Kind. Wir dürfen das Kind... Warum werden alle Kinder im Kindergarten krank? Ja, weil sie von der Mutter... Ich habe eine Mutter, die hat ihr Kind 9-mal in den Kindergarten geschickt und es hat sich immer wiederholt, nach 4 Tagen wurde das Kind krank. Erst das 9. Mal kam sie zu mir. Und ich habe ihr gesagt, schauen Sie, warum schicken Sie es noch in den Kindergarten? Behalten Sie es zu Hause, Kind ist gesund. Aber sie hat irgendwo von irgendeinem schlauen Menschen gehört, dass Sozialisierung wichtig ist. Sie müssen unter Kindern. Ja, sie müssen unter Kindern. Ah, dass sie Dummheit lernen. Dass sie verwirrt werden. Ihr wisst, der Geist des Menschen braucht Sicherheit. Ein anderes Kind kann dem Kind keine Sicherheit bieten. Und die ersten 7 Jahre bis 8 Jahre muss das Kind an der Mutter bleiben. Das Gesetz. Das Leben schreibt es. Deshalb sage ich, halten Sie das Kind zu Hause. Die Mutter konnte das Kind zu Hause halten. Sie hatten noch ein zweites Kind. Das war zu Hause. Weil es war noch nicht kindergartenreif. So, für das Kind, das Fehlen der Mutter zerstört sein sogenanntes Immunsystem und er wird krank. Jedes Mal schickt sie es. Aber ihr seht, die Mutter ist ideengesteuert. Würdet ihr, wenn euer Kind jeden Tag die Hand aufs Ofen tut und ihr habt gesagt, ja, Kind, bitte tu die Hand auf den Ofen und es verbrennt sich, würdet ihr es dann wieder, immer wieder anhalten und sagen, Kind, verbrenn dich, würdet ihr das tun? Würde jemand von euch das tun? Sicherlich nicht, aber im Kindergarten tun wir. Das muss, weil irgendjemand hat es gesagt. Ich sage immer, wie kann etwas für den Geist gut sein, was den Körper kaputt macht? Das müssen uns doch lehren, die Geschichte. In dem Kindesalter zwischen 3 und 5 Jahren werden die meisten Kinder operiert. Und die werden die Polypen entfernt und die Röhrchen kommen in die Ohren, weil, nicht nur weil dem Kindergarten, bitte, der Kindergarten allein ist nicht schuld, aber er ist mit an der ganzen Sache beteiligt. Weil Mutter geht wieder arbeiten, das ist ein anderer Konflikt für das Kind. Weil das Kind will die Mutter für wen? Für sich alleine. Und es hat völlig recht, weil Mutter ist Liebesquelle, es braucht es. Die Mutter braucht das Kind nicht, aber das Kind braucht die Mutter. Ja, das ist ein Gesetz. Und ich habe keinen Patienten gesehen, der je Drogen nehmen musste oder der je eine psychische Krankheit hatte, wenn nicht in der Kindheit schon diese Krankheit gelegt wurde. Und das ist nicht nur meine Sicht, das haben auch die Psychologen sehen das so, weil es einfach so ist. In den ersten 3 bis 7 Jahren legen wir die Saat für eine Psychose, die mit 20 kommt. Weil wir so blind sind, das Gesetz der Natur von Saat und Ernte zu verstehen. Es gibt eine Zeit des Sehens. Das Kind ist in Entwicklung. Das Gehirn des Kindes, der Geist des Kindes, alles muss gemeinsam wachsen. Und es bedarf der Führung in den ersten 7 Jahren. Und wenn man als Mutter die Sache richtig tut und auf sich achtet, dass man immer glücklich und zufrieden ist, dann hat man wohl lange glückliche, lebende Kinder. Ich habe die Erfahrung mit meinen Patienten, hast du eine Mutter, die zufrieden war im Leben, wo es irgendwie gut ging, dann sage ich euch, geht es dem Kind auch gut. Und die leben auch lange dann und haben kaum Krankheiten. Und habe ich gesagt, wow, welche Rolle spielt die Mutter? Deshalb müsst ihr ganz klar wissen, diese Gleichheit
Politik, ja, die wir haben, ist eine reine selbstzerstörerische Politik. Mütter sind Liebesquellen für ihre Kinder. Wenn die Kinder 12 sind und 15, wenn sie ihre Pflicht getan haben und in Rente gehen, dann sollen sie machen, was sie wollen, studieren und Politik machen, was auch immer. Dann spielt es keine Rolle mehr. Aber bis dann muss Mutter ihr Leben aufgeben, damit das Kind gut lebt. Das ist das Gesetz. Ich habe es nicht gemacht. Die Folgen dieses Brechens, dieses Gesetzes sind unmessbar groß. Unmessbar groß. Nicht nur die Krankheit, die Gesellschaft ist in einem furchtbaren Zustand dadurch. Ich hatte einen Meister, der die Ausbildung machte bei mir, der hat 40 Jahre, war er der Ausbildungsmeister in einer Fabrik dort, und er sagte mir, jedes Jahr sind die Kinder und die Auszubildenden schwächer. Sie sind immer unzuverlässiger, sie suchen nur noch Party, man kann sich auf sie nicht mehr verlassen. Das ist Substanz. Das ist Substanz. So, das Kind, ich muss fertig werden heute Abend, das Kind ist der erste Beweis, dass es nicht die Liebe selber herstellen kann. Es braucht dafür eine Mutter. Aber nicht, dass die Mutter es ihm gibt, sondern dass die Mutter es hat. Und das Kind holt es davon. Aber bitte macht euch keine Gewissensbisse. Es wäre falsch, in die Vergangenheit zu gucken. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können ab heute anders denken. Und wir können aus der Sache helfen. Ja? Wenn wir irgendwo merken, dass in unserem Leben was schiefgegangen ist. Ich sage auch immer, es ist nicht richtig, dass wir denken, wir sind schuldig. Weil Schuld ist nur, wenn ich etwas bewusst Falsches tue. Diese Mutter schickt ihr Kindergarten nicht, weil sie ihm wehtun will. Tut sie bewusst was Falsches? Nein, sie weiß es nicht, sie ist ignorant. Aber Verantwortung hat sie trotzdem. Ja? Aber Schuld ist immer nur, wenn ich etwas bewusst falsch tue. Deshalb Schuldgefühle sind nicht richtig. Wir können Aha-Erlebnisse haben und sagen, okay, wir haben es nicht gewusst. Ja? Was können wir jetzt tun? Manchmal kann man was tun, manchmal muss man nicht tun. Aber ihr werdet sehen, wir können das auch wegtun. Ja, was wir in Ignoranz getan haben, dafür haben wir keine moralische Schuld. Der zweite Beweis, dass die Menschen nicht die Liebe herstellen können, ist, dass sie es von anderen ständig suchen. Sie wollen geliebt werden. Warum würde ich geliebt werden wollen? Warum würde ich von jemandem was wollen, wenn ich es habe? Wenn ich mir also selber mein Wasser herstellen könnte, warum würde ich aus einer Flasche trinken müssen? Ja? Warum? Wenn ich mir die Liebe selber herstellen kann, dann warum würde ich betteln gehen, indem ich was gebe? Das Verhalten der Menschen, und ich habe ja alle Couleur von Religionsleuten. Ja, ich habe die Esoterik, ich habe die Buddhisten. Ich bin so dankbar, ich habe mit fast allen Religionen gesprochen als Patient. Und die kommen und haben so komische Ideen, sie hätten die Liebe in sich. Ah, hier im Zentrum irgendwo steckt die Seele und die Liebe. Und ich sage, wunderbar. Ich hatte sogar einen hochgelehrten Mann einmal, der, als ich ihm erklärte, dass er die Liebe nicht herstellen kann, sondern dass er eine Quelle braucht und Gott als Quelle nehmen muss, sagte er, oh, ich glaube nicht an Gott, ich habe die Liebe in mir. Sage ich, wunderbar. Sie haben eine Krankheit, die ist 5 Jahre her. Lösen Sie mit dem Gott, den Sie in sich haben. Und werden Sie gesund. Weil Sie haben ja ein Liebesproblem. Sie haben einen Liebesmangel als Krankheit. Aber wenn Sie es nicht können, aus sich zu tun, dann wenden Sie doch meine Methode an, denn die funktioniert. Ja? Wir müssen uns klar machen. Die Leute kommen und sagen, oh, ich habe die Liebe in mir. Sage ich, ja, warum sind Sie dann krank? Warum haben Sie sich geärgert über Nachbarn? Warum haben Sie denn irgendwelche Konflikte mit irgendjemandem, wenn Sie die Liebe in sich haben? Geben Sie doch.
Setzen Sie um, Ihre Zellen brauchen Sie. Denken Sie liebevoll und alles ist klar. Aber denk an deine Vergewaltiger liebevoll, wenn du es kannst. Das ist mein nächster Argument, dass niemand lieben kann. Diese Frau, deren Kind umgebracht worden ist, wie viel kann sie liebevoll an den Mörder denken? Kann sie oder kann sie nicht? Und sie kann auf der Zunge stehen oder sie kann egal welche Übung machen, sie wird das aus sich heraus nie tun können. Aber ihre Zellen erwarten es, damit sie lebt. Versteht ihr das Gesetz des Lebens? Wenn wir keinen Sauerstoff haben, sagt das Leben, ich warte, bis wieder Sauerstoff da ist. Ja, macht es das? Nein. Wir müssen das verstehen. Die Zellen können nicht warten. Sie haben eine Grenze. Und wenn die Grenze erreicht ist, zack, sind sie tot. So, deshalb, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Geist, dass ich muss verstehen als Geist, dass ich nichts kann, dass ich die Liebe nicht herstellen kann. Ich muss verstehen als Geist, dass ich beim Nullpunkt bin, wenn ich auf die Welt komme. Okay? Dass ich beim Nullpunkt starte. Und ich muss wissen, dass ich von mir aus nicht kann und nicht habe. So, wenn ich wüsste, ich kann nicht und ich habe nicht, was wäre meine erste Handlung, damit ich habe und kann? Was wäre meine erste Handlung? Nehmen. Das ist automatisch. Nehmen. Ich muss ja können und ich muss ja haben. Also muss ich jetzt durch Nehmen holen. Aber das Nehmen ist nicht das Ende. Nehmen ist null. Erst das Geben ist Gewinn. Das ist die Sicht, das ist die altruistische Motivation, die das Gesetz des Lebens vorschreibt. Und wenn Geben Gewinn ist, was ist Verlust? Nein, ich muss nehmen. Man kann hier bekommen sagen, weil ich muss es ja nehmen. Aber ihr seht, das Nehmen allein hilft mir mit nichts. Das ist nur mein erstes Ding. Gebe ich es nicht, dann was passiert? Was ist Verlust, wenn Geben Gewinn ist? Nein, bitte, Nehmen ist nicht das Umgekehrte von Geben. Was ist das Umgekehrte von Geben? Nicht geben, wie heißt das auf Deutsch? Behalten. Ja? So ihr seht, nehmen muss ich. Behalte ich's, bin ich minus. Würde die Pflanze irgendetwas behalten und nicht umsetzen, was würde passieren? Würde irgendetwas in unserem Körper etwas aufnehmen und behalten und es gäbe nicht diese... Es gäbe nicht ein Output, dann was wäre? Platz. Ja? So, egal. Genau so ist es. Würde platzen. So, wunderbar. So, aus diesem Grunde müssen wir verstehen, ich muss nehmen, behalten ist Minus. Und geben ist Gewinn. So. Guckt euch mal jetzt diese Tätigkeiten an. Wessen Tat ist nehmen? Wessen Tat ist geben? Wessen Tat ist behalten? Sind wir selbstständig? Können wir nie in den Verlust kommen? Absolut. Wir sind so gemacht, dass wir nie in den Verlust kommen können. Weil, wenn ich nichts behalte, kann ich nie was verlieren. Wenn ich nichts behalte, ja? So, und jetzt ist die Frage, die sich stellt, woher muss ich nehmen, dass ich geben kann? Wo ist die, wenn ich nicht kann, die Liebe herstellen,
Wenn mein Geist wirklich keine Fähigkeit hat, nein, keine Liebe herstellen, wo ist die Quelle? Wir haben gesehen, die Mutter ist in der Kindheit ganz klar Quelle. Aber Mutter lebt nicht ewig, oder? Wann muss ich Mutter abwählen und mich an die Quelle wenden, wo ich selbstständig bin, wo ich nehmen muss und wo die Quelle mich immer fähig macht, dass ich richtig handeln kann? Wo ist die Quelle? Und hier kommt das ins Spiel, wo wir sehen müssen, in der Natur, wenn Sie sagen Natur, wo in der Natur habe ich eine Liebesquelle? Das heißt, eine geistige Informationsquelle, die mich fähig macht, meinen Missbraucher zu lieben. Wo habe ich in der Natur eine Möglichkeit, dass ich irgendwie fähig werde, der mein Kind oder was auch immer, dass ich liebesfähig bin? Weil, schaut, die Tätigkeit ist nicht änderbar. Wir müssen liebevoll denken, um zu leben, genauso wie wir atmen müssen. Das Richtige. Deshalb müssen wir liebevoll sein. Wir haben keine Wahl. Ja? Wir müssen lieben, aber ich muss doch irgendwo holen, wenn ich es nicht kann. Und ich muss diese Liebe ja anwenden, indem ich sie gebe. Und hier kommt das, was wir verstehen können, was auch ganz klar wird, dass es nur eine Person sein kann. Kann nur Gott sein. Gott ist die einzige Möglichkeit. Für unseren Geist etwas zu nehmen. Gott hat den Geist so gemacht, dass wir von ihm nehmen müssen. Es gibt ja nichts Höheres wie unser Geist auf dieser Welt, wisst ihr das? Und man muss ja Liebe immer von etwas holen, das höher ist. Die Haustiere, von wem holen die Liebe, wenn die einen Hund haben? Von wo holt er die Liebe? Von seinem Herrchen. Ja, guckt mal, was passiert, wenn er sein Herrchen verliert oder wenn mit seinem Herrchen was ist. Oh, das Hundchen lebt um der Liebe willen und es ist ans Herrchen völlig gebunden. So, es muss irgendwo nehmen. Wir sind die höchsten Wesen auf der Welt. Unser Geist kann nirgendwo hingehen, außer zu Gott, um sich füttern zu lassen. Aber das Füttern des Geistes ist nicht das Füttern lassen, wie wir das manchmal in der Religion denken, sondern das, was Gott uns gibt, müssen wir nehmen. Wir müssen holen. Es ist aktiv. Das Lernen der Liebe ist aktiv und das Geben ist auch aktiv. Und Behalten ist zu vermeiden. Und sind wir in diesem Bereich, sind wir klar. So, was wir verstehen müssen ist, wir müssen die Liebesquellen, die wir angesammelt haben, austauschen. Ich muss anstelle Mutter Gott nehmen. Ich muss anstelle von Sohn Gott nehmen. Ich muss anstelle von Mann oder Frau Gott nehmen. Das ist die einzige Lösung, weil er ist der Einzige, der Liebe ist und Liebe hat. Hat er Liebe auch für meinen Missbraucher? Ja oder nein? So, was muss ich dann tun? Ich muss sie von ihm holen. Ich muss sie nehmen. Ja? Aber ich lebe nicht dadurch, mein Körper lebt nicht dadurch, dass ich es hole, sondern es lebt dadurch, dass ich es gebe. Und geben ist das Ende. Wenn ich die Liebe gebe, weiterhin muss ich nichts tun. Weil indem mein Geist liebt, wird mein Körper gefüttert. Und der Geist kann sich selbst nicht lieben, weil er in sich selbst nichts hat. Deshalb ist doch die Selbstliebe absoluter Irrtum und nicht möglich. Das einzige Selbstliebe ist, wenn ich andere liebe. Das einzige Liebe. Und es ist nur Gott allein, der mich fähig machen kann, für Hass Liebe zu geben. Und es geht. Dass der Mensch
jemand kam, fragte mich mal in der Praxis, woher wissen Sie, dass es Gott gibt? Und ich antwortete, ohne zu überlegen, weil ich Dinge kann, die ich nicht kann. Wisst ihr, wenn wir selbst was lieben können, dann tun wir etwas, was wir selber nicht herstellen können. Dann üben wir etwas aus, was aus uns nie herauskommen kann. Wenn ich fähig bin, jemanden, der, und ich hatte dieses Problem ja mit meinem Vater, wir haben ja viele Probleme in der Familie, und dieses Problem, wenn der Vater die Mutter wegschickt, dann ist der Vater Feind. Wisst ihr, jeder, der der Mutter Feind ist, ist auch des Kindes Feind? Automatisch. Der Hund bellt jeden Feind des Herrchens sofort an. Ja, springt sofort und verteidigt ihn. So macht es auch das Kind. So, und wir wurden getrennt von unserem Vater und wir sind 4 Kinder mit der Mutter aufgewachsen. Und jetzt kommt automatisch der Gedanke der Rache. Man sagt, ich werde mich um meinen Vater nicht kümmern. Er ist für mich gestorben, nicht so wie manche sagen, will damit nichts zu tun haben. Aber jetzt kommt Gott und sagt, steht doch irgendwo ein Gebot, liebet oder ehret eure Vater und Mutter. Wisst ihr, dass es euch gut geht und ihr lange lebet? Wisst ihr, dass das 5. Gebot in der Schrift, dass die Eltern zu ehren, das am meisten krankmachende ist? Der Paulus sagt, es ist das 1. Gebot mit einer Verheißung. Etwa 70% unserer Krankheiten kommen aus unseren Missverhältnissen zur Mutter oder zum Vater. Das ist eines der am allerleichtesten brechbaren Gebote, weil ich über meine Eltern herrschen will. Wenn ich auch zur Mutter halte und gegen den Vater bin, breche ich das Gebot beidseits. Ich missachte die Mutter, ich kann sie ja nicht ehren. Man kann nicht jemanden ehren, auf den man runterguckt und sagt, er ist... Ja, ehren ist, ich muss hochgucken. So, will ich die Mutter schützen vom Vater, ehre ich sie nicht. Weil die Mutter war ja vor mir da. Es sei denn, körperlich schützen meine ich jetzt, ja, das ist was anderes. Aber, und bin ich gegen den Vater, breche ich das Gesetz, weil ich sage, aha, Vater, du tust nicht richtig und ich muss dich, ja, gucke ich noch nach oben oder gucke ich nach unten? Jeder, der richtet, guckt nach unten. So, ich war in der Situation, wo ich sagte, okay, ich muss meinen Vater lieben. Aber wie soll ich meinen Vater lieben? Mit 8 Jahren hat er uns verlassen. Wie soll ich das machen? Ich mache das so, dass ich jeden Morgen 1 bis 2 Stunden in den Wald gehe. Jeden Morgen. Seit 2003, seit Juni 2003. Und ich suche Gott, damit ich die Liebe lerne. Und als mein Vater an die Reihe kam, und ich hatte eine Liste von den Menschen, die ich nicht lieben konnte, und ich habe zurzeit keinen auf der Liste, weil ich bete fast jeden Tag, dass ich meine Frau lieben kann und die Kinder lieben kann, weil es nicht so leicht, göttliche Liebe auszuüben, glaubt mir. Aber ich tue es und ich bitte um diese Liebe. Und Gott hat mir geschenkt, nicht nur, dass ich es nehme, sondern hat mir auch die Möglichkeit gegeben, sie meinem Vater zu geben. Und ich kann heute sagen, ich liebe meinen Vater, wie wenn er mein bester Vater gewesen wäre. Wie wenn er alles getan hätte für mich, weil es nicht zählt, was er getan hat. Alles, was zählt, dass ich ihn liebe. Alles, was zählt, dass ich ihn ehre und achte. Richten ist nicht meine Sache, das ist Gottes Sache. Mein Vater gehört Gott, nicht mir. Ich habe nur die Verpflichtung, ihn zu ehren und ihm meine Liebe, die ich auch nicht von mir habe, sondern von Gott, weil von mir könnte ich es ihm nicht tun, ihn zu lieben. So, wir müssen und wir brauchen eine Beziehung zu Gott, damit wir fähig sind, etwas zu können, was wir nicht können. Jeder, der versucht, aus sich selbst zu lieben, tut eine Liebe, die etwas zurückhaben will. Und die kann jedem Test und wird bei jedem Test geprüft. Wenn eine Krise, wenn der andere nicht mehr gibt, fällt meine Liebe weg. Und sie umwandelt sich manchmal nicht nur in Nichtliebe, sondern in Hass.
Und dann kommen manche Leute auch und sagen mir, ja, ich liebe nicht und ich hasse nicht. Wisst ihr, dass das nicht geht? Es ist ein großer Betrug in unserem Kopf. Das Gesetz sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es sagt nicht, sei neutral zu deinem Nächsten. Oder? Schaut, ich bin ein sehr stark bibelgläubiger Mensch. Und es gibt einen großen Grund dafür. Nämlich, die Bibel ist das einzige Buch, das den Menschen so beschreibt. Christus, der Schöpfer, beschreibt den Menschen so. Und ich möchte damit enden, wenn ihr noch ein bisschen Geduld mir gebt. Wisst ihr, wo Christus das Herz des Menschen beschreibt? Mitten in seiner besten Predigt. Welches ist die beste Predigt? Die Bergpredigt. Lest mitten in der Bergpredigt. In Matthäus 6, Vers 19 steht geschrieben, sammelt euch keine Schätze, wo? Auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen können und die Diebe nachgraben und stehlen. Was steht im nächsten Vers? Sammelt euch Schätze. Wo? Im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen können, noch Diebe nachgraben und schälen. Denn dort, wo dein Schatz ist, was ist dort? Dein Herz. In drei Worten hat Jesus erklärt, was ich versucht habe, in drei Abend schwierig zu erklären. Müssen wir gewinnen oder nicht? Hat er gesagt, sammelt keine Schätze? Nein, er hat gesagt, dort, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Du hast keine Wahl. Wir müssen gewinnen. Welches ist dein einziges Argument, warum wir keine irdischen Schätze haben sollen? Welches ist das einzige Argument? Weil wir sie verlieren könnten. Das ist das einzige Argument. Weil wenn wir sie verlieren könnten, was weiß Christus, was passiert mit uns dann? Werden wir krank und töten uns. Das ist ganz klar. So, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wir müssen gewinnen. Und jetzt, wenn der Schatz meine Frau ist, ja, Menschen, Tiere, Geld, dann ganz klar, kann ich die alle verlieren? Ja. Kann ich je etwas verlieren, was ich selber getan habe? Können wir unsere Taten je verlieren? Sicherlich nicht. Schaut, hier gibt es keine Verluste. Alles, was ich nehme aus Gott und wandle es um und vermehre es und gebe es, all das kann mir nie verloren gehen. Das ist doch schön, oder? Das ist eine super, super Sache. Wir müssen immer nur geben, um Schätze im Himmel zu sammeln. So, aber Jesus erklärt noch weiterhin das Auge des Herzens. Wenn ihr aufmerksam die Bibel lest, die Bibel spricht vom Auge des Herzens. Das ist das Auge. Jesus sagt im folgenden Vers, sagt, ist dein Auge gesund, dann ist dein ganzer Leib Licht. Ja? Ist dein Auge aber ein Schalk, sagt der Luther, in den anderen Übersetzungen sagt es böse, dann ist dein ganzer Leib Finsternis. Und es ist interessant, dass er sagt, das Ganze, nicht nur Teil. Weil alles, was aus dieser Sache herauskommt, ist böse. Ganz egal, wie lieb unsere Werke sind. Ja? So, die Sicht entspricht dem, der sagt, wenn das, was Licht ist in deinem Leben, Finsternis ist, wie groß ist dann die Finsternis? Und dann schließt er im Vers 24 die Beschreibung des Herzens, indem er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird dem einen anhangen und den anderen hassen oder den einen hassen und dem anderen anhangen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Und Mammon steht für alle irdischen Schätze. Ganz egal, wer es ist. Alles, was irdisch ist, kann ich verlieren. Und damit bin ich im Eimer. Damit bin ich verloren. Deshalb muss der Mensch eine Änderung erfahren von hier zu hier. Einverstanden? Schaut, es gibt noch einen schönen Beweis aus der Schrift, dass das richtig ist. Christus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren.
Und wer sein Leben gibt oder verliert um meinetwillen, der wird gewinnen. Das ist ganz klar. In der Bibel finden wir die ganzen Definitionen, wie der Mensch funktioniert. Die Bibel ist auch das einzige Buch, das sagt, du musst nicht geliebt werden. Lest euch alle psychologischen Bücher durch. Lest euch alles durch und jeder wird euch in eure Köpfe sagen, du musst geliebt werden. Wenn dich jemand nicht liebt, bist du schlecht dran. Es stimmt nicht. Die Bibel ist das einzige Buch, das sagt, du musst lieben. Und da ist viel Wahrheit drin. Ich denke, da können wir schon eine Menge vom menschlichen Leben sehen. Dass die Gesetze der Schrift entsprechen genau dem Gesetz des Lebens. Deshalb glaube ich an die Schrift. Deshalb ist die Schrift meine Quelle neben dem Gesetz. Ja, die Schrift und das Gesetz. Das sind die zwei Dinge, die uns alle Fragen beantworten, die uns Sicherheit geben. So, was muss ich tun, um aus dieser Sache herauszukommen? Ich müsste jetzt noch 3 Stunden reden dafür. Aber ich werde so langsam zum Schluss kommen, weil wir müssen etwas verstehen. Kein Mensch kann in sein Unterbewusstsein gehen, um diese Maße zu verändern. Und wir müssen nur eine Sache verändern. Es gibt nur eine Sache, die wir verändern müssen. Die Gewinndefinition. Ja? Haben wir Gewinn richtig gegeben, ist ganz klar, was Verlust ist. Haben wir Gewinn falsch bekommen, ist ganz klar, was hier Verlust ist. Wir können uns das selbst nicht ändern, weil wir nicht in diese Stufe hinein können. Wir können nur im Bewusstsein das abwählen und das wählen. Und dann kommt Gott in unser Leben und ändert Stück für Stück unser Leben. Und das nennt die Schrift Neugeburt. Wer nicht von Neuem geboren ist und im Bewusstsein Gott gewählt hat als seine Liebesquelle, dessen Christentum oder dessen Religion ist null und nichtig. Weil ganz egal, was du tust alles aus hier heraus. Und nur einer kann das ändern, es ist Gott. Aber er kann es nur ändern, wenn ich ihn wähle, weil der Geist ist sein eigener Herr. Öffne ich die Tür nicht, wähle ich Gott nicht, null Chance. Weil Gott wird meinen Willen immer respektieren. Immer. Und ich habe da eine Erfahrung, die steht auf meinen DVDs, wie Gott das in meinem Leben geschafft hat, dass ich ihn wähle und wer in mein Herz gekommen ist und seit dem 7. Juni 2003 an mir arbeitet, um alle Verbindungen des Willens, die hier gebunden sind, hier rüber zu bringen, Stück für Stück, Stück für Stück. Aber es beginnt mit der Neugeburt. Dann fängt ein neues Leben an. Aber ich muss bewusst, nicht unbewusst, Gott wählen. Wissen, ich kann das nicht ändern. Und schaut, ich sage immer, man kann jeden religiösen Menschen testen, ob und wie religiös er ist. Wisst ihr das? Das ist ein einfacher Test, den Gott machen muss. Und wir finden einen, der dieser Test beschrieben in der Heiligen Schrift, ist eines meiner schönen Beweise für meine These. Ist ja nicht meine These, aber ich habe es ja nur durch Gottes Hilfe entdeckt. Es gibt eine Geschichte in der Bibel von Hiob. Kennt ihr die Geschichte vielleicht? So, Hiob ist ein sehr reicher Mann und er hat 10 Kinder. Und Gott und der Teufel sprechen eines Tages und Gott sagt, schau dir Hiob an, er dient mir so wunderbar, alles prima. So gerecht wie er ist keiner werden. Also Hiob hat ein gerechtes Herz, er steht hier. Und dann sagt der Teufel, naja, weißt du, nur weil du ihn beschützt. Und ich kann an ihn nicht drankommen. Und so geht Gott in diese Sache an und sagt, okay, ich nehme den Schutz weg. Du darfst mit ihm tun, was du willst. Außer an sein Leben, an ihn als Person kannst du nicht drankommen. Und hier zeigt der Teufel seine äußerst große Macht und seine Art und Weise des Tuns. Was tut der Teufel? Was macht er dem Hiob? Nein, was macht er ihm? Verlust. Weil er hat ja nur diese Möglichkeit, ihn zu attackieren.
So, er nimmt ihm wie viel? Kamele. Alle Kamele. Ja, es bleibt immer nur ein Diener übrig. Er nimmt ihm wie viele Kinder? Alle Kinder, nur die Frau lässt er übrig. So, alles ist weg und jemals ein Diener kommt, dass es ihm sagt. Psychoterror oder kein Psychoterror? Absoluter Psychoterror. Was macht der Hiob? Was sagt der Hiob am Ende? Am Ende dieses Tages, ist in einem Tag, in nur 12 Stunden. Nein, er sagt das erst später. Was sagt er zuerst? Was sagt der Hiob zuerst? Mit was beginnt er sein Ich? Was sagt er? Ihr seht, wir haben manchmal die Bibel nicht so richtig im Kopf. Und wir lesen sehr selektiv und oberflächlich. Er sagt, nackt bin ich gekommen und wie gehe ich? Nackig. Wo war Hiob? Wie viel hatte er? Er wusste, er kommt bei Null. Kann er tiefer wie Null gehen? In seinem Bewusstsein kein persönlicher Verlust. Deshalb sagte er, der Herr hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er zerreißt seine Kleider aufgrund des Schreckens. Aber in seinen 40 Kapiteln oder wie viel er schreibt, erwähnt er den Tod seiner Kinder und den Verlust aller seiner Güter nirgends. Dass er klagt, wie gepeinigt er ist. Der Hiob war hier. Ihm konnte der Teufel keinen Verlust machen. Und weil ihm keinen Verlust machen konnte, blieb er gesund. Bis er zu Gott ging und sagte, weißt du, gib mir seine Haut. Weil Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Ah, ist eine große Lüge, der Teufel. Nicht, der Mensch gibt nicht alles, was er hat für sein Leben. Stimmt auch nicht. Und Gott wollte ihm beweisen, dass er ein Lügner ist. Und er sagt, okay, du darfst ihn nicht töten. Quäl ihn. Und der Teufel macht sicherlich die schlimmste Krankheit, die es gibt. Jucken und Schmerzen. Alles, was es geht. Hat das Hiob bedrängt? Nun, seine Frau kommt zu ihm und sagt, sag doch Gott ab und stirb. Ne? Deshalb hat vielleicht der Teufel sie behalten. Auf jeden Fall, wie der Teufel gut ist, der Psychoterror muss weitergehen. So kommen drei Freunde. Und die drei Freunde kommen und sagen, Hiob, du musst gesündigt haben, irgendwas in deinem Leben ist nicht in Ordnung. Ja. Hiob ist der Fall, wo in seinem Leben alles in Ordnung war. Und er war rein krank, weil es ein direkter Einfluss vom Teufel war. Und Hiob möchte jetzt seine Freunde überzeugen, dass sie falsch sind. Das ist sein, in Anführungsstrichen, einziger Fehler, den er tut. Und er erklärt, und er sagt in seinem Buch, das, was ich so sichte, er sagt, und wenn er mich tötet, bleibe ich doch an ihm. Das heißt, er war in Gott wirklich verliebt, er war mit Gott zusammen. Und dann hat er gesagt, und ich will mich vor ihm rechtfertigen. Ich habe nichts getan. Und ich provoziere ihn. Er hat Gott sehr provoziert gesagt, er soll doch kommen, er soll mir sagen, was los ist. Und Gott kam und redete und so weiter. Die Geschichte ist phänomenal. Sie zeigt auf, dass ein Mensch möglich ist, hier zu sein. Wie hättest du reagiert, wenn du 10 Kinder wegkriegst? Hättest du gesagt, ich bin nackt? Oh, es war gut, ich hatte sie, sind sie wieder weg. Nun, es kann ein Leid sein. Ich kann über Verlust Leid tragen, wenn es kein persönlicher ist. Ich kann Mitleid haben. Aber ist es kein persönlicher Verlust, wird es mir, meinen Zellen, nicht schaden. Schaut, wenn wir heute alle Religionsführer dieser Welt zusammenbrächten, und ich mache diesen Test mit den Religionsleuten, wir finden heraus, was sie am meisten lieben. Und wir nehmen es ihnen weg. Und wir gucken, wie sie reagieren. Und dann kommt ihre Religion zutage. Sagen sie der, ich bin nackig gekommen, der hat genommen und der hat gegeben, dann sind es bekehrte Menschen, weil sie frei sind. Aber nimmt man ihnen das, was sie am meisten lieben, dann haben sie das Ding, mag sein, sie sind bekehrt, aber es mag sein, sie haben das noch nicht erledigt, auf diese Seite gebracht,
So, wir sind in einem Prozess. Ich möchte das nicht absolut machen, aber ich möchte zeigen, wo der Test liegt. Wenn wir eines Tages mit Gott so gehen, wie er möchte, dass wir gehen, müssen wir dahin kommen, nicht nur neugeboren zu sein, sondern alles, was in unserem Leben ist, auf diese Seite zu bringen, dass wir völlig in unserem Bewusstsein klar sind, Verlust kann mir niemand machen. Und wenn er mir mein Leben nimmt, es ist nicht mein. Wenn er meine Hand abschreckt, sie ist nicht mein. Weil sie gehört nicht uns. Nicht mal das Leben ist uns. Aber Gott hat es uns gegeben, dass wir es genießen. Auch den Arm, dass wir ihn benutzen. Aber er ist nicht uns. Und er hat uns gegeben nicht, dass wir ihn benutzen für uns, sondern um zu geben. So, wenn die Religion nicht meinen Gewinngedanken ändert, ist sie wertlos. Und ich musste feststellen in meiner Praxis, es ist egal, welche Religion ein Mensch hat, Christ, Nicht-Christ, konservativ, liberal, Buddhist, was auch immer er hat, sie sind alle hier. Sie haben es nicht begriffen. Sie dienen Gott, um etwas von ihm zu bekommen, oder? Warum ist der eine Jüngling, der nicht wegging von zu Hause geblieben? Weil er seinen Vater lieb hatte, im Gleichnis des verlorenen Sohnes? Warum blieb er zu Hause? Um etwas zu bekommen. Und dann, als der andere kam, war er unglücklich. Und der Vater sagt, mein Sohn, doch alles, was mein ist, ist doch auch dein. Wer Gott dient, damit er was kriegt, ist fehl. Wir dienen Gott, um etwas zu tun. Sicherlich gibt es eine Ernte, aber diese Ernte ist nicht für uns. Es ist eine Vermehrung dessen, was Gott uns gibt, umzusetzen. Und das ist das Ziel unseres Lebens. Würden wir verstanden haben, wofür wir Gott brauchen, dass er nicht eine Idee ist, nicht eine Illusion, nicht ein Hirngespinst, das sich die Menschen geschaffen haben, weil wäre Gott nicht da, dann können wir nicht erklären, warum wir Liebe brauchen als Grundbedürfnis. Wir können nicht erklären die Existenz eines Geistes. Wir können nicht erklären, dass Altruismus und Selbstlosigkeit das Gesetz des Lebens ist. Wir hätten keine Erklärung für alle diese Fragen. Wir hätten keine Erklärung für den Tod und wir hätten keine Erklärung für das Leben. Deshalb, ihr seht, am Herzen trifft sich die Gesundheit und der Glaube. Und wer meine Liebesquelle ist, bestimmt mein Leben. Glaubt mir, jeder Mensch, jedes Menschen Schicksal ist von wo er ist. Hole ich von einem Menschen, werde ich wie der Mensch. Ich hole aber. Ihr sollt nicht glauben, die Leute lieben euch. Ihr holt, ihr saugt. Jeder Mensch muss holen. Die Wahrheit ist, wir müssen holen. Aber wir nehmen von der falschen Quelle. Anstelle von hier zu holen und hier zu geben. Ich sage immer, wir verwechseln die Tankstelle mit dem Ziel. Wir wollen am Ziel tanken. Wo Gott uns doch die Tankstelle gegeben hat. Er ist die Tankstelle. Unsere Mitmenschen sind das Ziel unserer Liebe, nicht der Inhalt, nicht der Ort, wo wir holen. Das ist Christentum, so habe ich es verstanden in der Schrift. Und das ist pure Gesundheit. Deshalb sagt die Schrift im Salomo, mein Kind, sagte Salomo in den Sprüchen 4, Vers 21, 22 und 23, sagt er, behalte mein Gesetz in deinem Herzen. So ist es für dich gesund deinem ganzen Leibe. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Das Leben geht aus der Sicht. Mein Auge bestimmt alles. Ist das Auge gesund, weiß ich, dass Geben Gewinn ist. Und ich muss nehmen zuerst, dass ich habe, was zu geben. Und ich sollte nichts behalten, so wird mein Leben wachsen und vorwärts gehen. Ist dann mein Auge krank und ich denke, ich kann etwas und ich habe etwas und ich muss bekommen, dann ist mein Leben Finsternis und Krankheit. Deshalb ist
Glaube und Gesundheit verbunden, war immer verbunden. In der Schrift gab es, der Priester war auch der Arzt. In allen Kulturen, wenn ihr geht, noch von früher in den Urvölkern, wenn ihr so wollt, also Urvölker, also diese Leute, die einfach irgendwo leben, wer ist der Medizinmann? Ist auch der geistliche Führer, das heißt, der seine Sache macht, ist auch der Medizinmann. So Medizin und Geist haben immer etwas gemeinsam, weil der Geist ist das Hauptsächliche. Deshalb müssen wir den Geist auf die richtige Spur bringen. Dann wird es unserem Körper gut gehen. Und wir sind freie Wesen und machen unsere Zellen nicht durch den persönlichen Verlustgedanken krank und elend und siechen dahin, bis wir irgendwann mal sterben. So, ein jeder Mensch hat die Wahl, was er tut. Ich sage euch zwei kleine Geschichten, Beispiele. Ich habe eine Patientin, die kam zu mir mit einem starken Husten. Sie hustete schon ein Jahr und zwei Monate. Und sie hatte nebenher noch einen Krebs gehabt, 40 Jahre davor, 39 Jahre davor, einen Gebärmutterhalskrebs. Der wurde bestrahlt und behandelt. Und seit 10 Jahren hatte sie eine Blase, die sie nicht mehr halten konnte. Außer eine halbe Stunde war das Maximale, wo sie ihre Blase halten konnte. Sie musste alle 30 Minuten aufs Klo. Das seit 10 Jahren. Die Ärzte haben wir versucht, zu Plastiken zu machen, zu operieren. Ihr wisst ja, wo. Aber man kann, denn ihr wisst ja, wo wird die Blase geöffnet? Wo ist der Schalter? Hier oben oder hier unten? Das ist ganz klar, der Schalter ist hier oben, nicht hier unten. Ja? So, aber da operieren wir nicht so häufig. So, sie, starke Tabletten können helfen, dass sie 2 Stunden es halten. Ansonsten muss sie alle halbe Stunde aufs Klo. Die Frau ist geplagt. Jetzt hustet sie noch. Ja, ist nicht sehr angenehm. Kannst die Blase nicht halten und hustest die ganze Zeit. Sie musste ständig was lutschen. Sie hustete grausam. Ich habe sie in meinem Wartezimmer gehört. Ich habe ihr deutlich gemacht, sie muss lieben. Ich konnte nicht die ganze Sache, weil sie war 7 und sie war 78 Jahre alt. Aber ich versuche es mit jedem, es jetzt zu erklären. Und sie war noch fit im Kopf, so mit ihren 78 Jahren. Und ich habe nur diese erste Seite ihr erklärt. Ich habe gesagt, schauen Sie, Ihre Zellen brauchen Liebe. Und sie lieben nicht. Und ich konnte ja in ihrem Körper auch sagen, wen sie nicht liebt. Wissen Sie, wen sie nicht liebt? Mutter. Sie sagt, ich kann die Mutter nicht lieben, weil sie mich nie gelobt hat im Leben. Und sie hat mich benachteiligt und andere vorgezogen. Ja, so, es gibt auch viele Geschichten so. Früher besonders hatte ja Mütter ihre Lieblinge und so. Aber ich habe ihr gesagt, schauen Sie, Ihr Körper nimmt keine Rücksicht. Sie müssen Ihre Mutter lieben. Und dann, sie war eine gläubige katholische Frau und da habe ich ihr gesagt, schauen Sie, Sie gehen nach Hause und Sie bitten Gott, damit er Ihr Herz verändert, ja? Damit Sie Ihre Mutter lieben können und Sie eine andere Sicht über die Mutter bekommen, damit ihr sie lieben könnt. Und weil ich ihr nicht viel erklären konnte, das war das zweite Mal, wo sie zu mir kam, zur Beratung, habe ich gesagt, kommen Sie noch mal in 3 Wochen, dass ich Ihnen dann das alle weiter erkläre. Und in 3 Wochen kommt sie wieder. Und sie sitzt im Wartezimmer und ich höre keinen Husten. 1,5 Stunden sitzt sie da. Und als ich sie sehe, sage ich, Sie haben nicht gehustet. Sagt sie, ich huste nicht mehr, seitdem ich bei Ihnen war. Sage ich, was haben Sie getan? Sagt sie, Herr Doktor, ich habe genau getan, was Sie mir gesagt haben. Oh, ich liebe das. Stellt euch vor, wie viele gesunde Leute es gäbe, wenn sie genauso wie diese Oma in ihrem einfältigen Glauben gehandelt hat. Und Gott hat es belohnt. Sie sagt, ich bin nach Hause gegangen und als ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich gebetet. Und ich empfehle es zwar morgens zu beten, abends zu beten ist auch nicht schlecht. Und sie hat das Gebet genauso gesagt, wie ich es ihr gesagt habe. Ja? Sie hat gesagt, ich habe gebetet, dass mir Gott mein Herz verändert, dass ich meine Mutter lieben kann. Und sie sagt, seitdem ist mein Husten weg. Und meine Blase funktioniert einwandfrei. Ich muss nicht einmal in der Nacht aufstehen, um aufs Klo zu gehen. Seit 3 Wochen. Sagt meine Freundin, die mit mir immer spazieren ging, die kann es nicht glauben, dass ich nicht mehr immer
um die Ecke gehen muss und irgendwo aufs Klo gehen muss. Und der Doktor glaubt mir es auch nicht. Ihr Hausarzt sagt, ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt und er hat sich ihren Namen notiert. Ja? So, wir haben Menschen, die haben das umgesetzt. Ich habe diese vor ein paar Wochen, ich glaube nur 4 Wochen, kam eine Oma, auch eine Ältere, die kam zu mir und sagte, Herr Doktor, ich war vor 3 Jahren bei Ihnen, 2009. 2009 wusste ich noch nicht so viel, wie ich heute weiß. Aber ich habe ihr erklärt, was sie tun muss. Und sie sagt, Herr Doktor, ich habe die Zettel auf meinem Nachtkästchen. Weil ich gebe diese Zettel malig für jeden auf und gebe sie dem mit, das ist so. Und sie sagt, mein Tinnitus, der 20 Jahre dauerte, ist seitdem weg. Seit 3 Jahren habe ich keinen Tinnitus mehr. Und ich sage, jetzt kommen Sie und sagen es mir, wann sind Sie nicht früher gekommen? Ja, so, ich habe die Beweise, dass es funktioniert. Ich weiß es. Aber ich habe auch andere Patienten, denen sage ich, schauen Sie, beten Sie ein kleines Gebet, dass Sie Ihre Mutter lieben können. Und er macht Sie gesund. Und die sagen, das kann ich nicht. Kann es nicht, kann man nicht helfen. Weil wir müssen die Pforte öffnen. Gott wird unsere Pforte nie öffnen. So steht an unserer Wahl. Ich glaube, Gesundheit liegt in unserer Hand. Wollen wir es oder wollen wir es nicht? Das ist die Frage. Aber wir brauchen zum Wollen auch ein bisschen Intelligenz. Wir brauchen auch ein bisschen Erkenntnis, damit wir es umsetzen. Deshalb war ich hier, deshalb setze ich Sie und hoffe, dass Sie kennen Ihre Leben nicht. Ich weiß nicht, was Sie mitgemacht haben, aber es gibt eine Lösung für Ihren Verlust. Und das ist durch die klare Sicht, die Ihnen Gott geben kann. Ohne Gott können Sie es nicht schaffen. Ohne Gott kann niemand sich ändern. Er bleibt in der Gefangenschaft der anderen. Und ich möchte ein freier Mensch sein. Für mich ist Freiheit wichtig. Ich möchte nicht mehr Harmonie von meiner Frau erwarten. Ich möchte meiner Frau Harmonie geben. Dann habe ich sie. Ich möchte nicht mehr Gerechtigkeit von anderen erwarten. Ich möchte Gerechtigkeit geben. Dann habe ich sie. Ich möchte nicht mehr Freiheit erwarten von jemandem. Ich möchte sie geben. Dann habe ich sie. Das ist ganz einfach. Und dennoch, ohne Gott, unmöglich umzusetzen. Deshalb müssen wir wählen. Wir haben so oder so eine Wahl. Wir können nicht. Aber ich möchte hier keinen Augenblick mehr sein. Ich möchte in keiner Weise mehr aus dieser Quelle, dieses blinde Auge, weiterfüttern. Ich möchte nur noch aus diesem Auge leben. Es ist ein Weg, ein Wachstum. Ich bin noch nicht da, wo der Hiob ist, aber ich hoffe, eines Tages dort zu sein. Und das können wir alle, wenn wir wollen. Gibt es Fragen? Oder ich meine, ich habe euch lang gehalten, aber ich mache normalerweise 4 Abende. Ja? Und jetzt in 3 Abenden habe ich es alles zusammengequetscht. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben. Eine Frage vielleicht nicht, aber ich kann das nur aus meinem eigenen Leben hundertprozentig bestätigen, obwohl ich das so nicht gewusst habe, alles so. Ja, ich habe auch vieles erst gelernt und jetzt natürlich sehr viel gelernt noch. Aber ich kann das nur bestätigen. Ich war am tiefsten Burnout und mein Körper war total krank. Und ich bin, als mir Gott das so gezeigt hat, über Nacht, als ich das so begonnen habe, ja, so wie du das der Frau jetzt, wie das der Frau erklärt wurde, jetzt gesagt, also beten Sie, machen Sie das, das kann. Und das betraf mich mit meiner Familie und ich bin über Nacht gesund gewesen. Über Nacht. Am nächsten Morgen war ich gesund. Ich habe das so nicht gewusst, aber ich habe verstanden, woran es lag. Ich denke, wenn wir unsere Beziehung in Ordnung bringen, werden wir gesund. Und es dauert nicht lange. Ich denke auch so. Aber es ist ein langer Prozess, manchmal Dinge zu lernen. Ja, aber ich denke, wenn wir willig sind zu lieben, gibt uns Gott einen großen Vorschub, dass wir merken, es funktioniert. Ja, aber wir sind gemacht für die Liebe. Die Liebe ist unser Leben. Deshalb kann nur Gott unser Leben sein. Gibt es noch andere Fragen? Haben mich das mit den Kindern beantwortet? Ja, also wir sind alle abhängig. Wir sind alle in einem Ökosystem. Keiner lebt aus sich. Keiner kann von sich aus leben. Immer jemand anders muss uns die Grundbedürfnisse herstellen. Aber wir können sie nehmen und wir müssen sie umsetzen. Und das ist doch schön. Und je mehr wir lieben, umso besser geht es uns. Ja? Und wir müssen nicht zählen, wie viel der andere sagt, ich liebe dich. Es reicht, dass wir es immer wieder sagen und tun. So. Wenn der andere mich liebt, ist es ein Gewinn. Liebt er mich nicht, ist es ein Verlust. Mein Gewinn ist es, dass ich liebe.
Und das möchte ich jeden Tag immer mehr und immer besser. Ja? Ja, Schlaf nochmal. Ich habe, glaube ich, verklärt, der Schlaf ist die Übertragung in der Nacht des elektrischen Stroms in die Körperzellen. Weil die Körperzellen müssen am Morgen, bevor sie antworten können auf den Impuls des Nerven, eine Kraft haben, um zu antworten. Deshalb müssen wir schlafen, weil die Hirnrinde lädt den Rest des Körpers. Und wir denken und dann wird es übertragen. Ja, deshalb müssen wir schlafen. Wir müssen uns aufladen. Und ich hätte hier ein Labor, würde ich gern messen, wie viel Strom eine Zelle hat am Abend und wie viel am Morgen. Ja, das sind natürlich Milli-Dinge, aber ich bin mir sicher, ich finde die Sache. Und man kann das auch sehen, wenn Menschen sehr müde sind und ins Bett gehen, dann zucken sie. Ja? Was ist Zucken? Was ist Zucken? Stromabladung, ja, Spannungsabgabe. Und das Schnarchen ist auch nur ein Problem, weil das Gehirn nicht aufrechterhalten kann, die Funktion. Es lähmt den Muskel, weil es nicht in Ordnung ist. Ja, es ist so, wir müssen alles dahin bringen, der Geist ist derjenige, der verändert werden muss.